mais il n'y avait pas de clients, c'était pas bien connu et ça s'est pas développé. Et en plus, c'était plus cher, il y avait quelques restrictions d'usage, c'est clair. Et justement, il faut maintenant se tourner vers l'avenir. Et vers l'avenir, on a aussi adressé tous les points bloquants. Depuis quelques années, notre association travaille à identifier tous les freins et à débloquer tous ces freins. Alors ça, il y en a beaucoup, on en a déjà débloqué pas mal. Le premier, quand on fait tous les deux ans pour le Mondial, une enquête, les Français et l'électromobilité, et ressortaient systématiquement les mêmes freins. Le prix à l'achat, l'autonomie, les infrastructures. Et on allait dans le détail, on questionnait l'autonomie, combien d'autonomie il vous faudrait pour être satisfait. Bon, on parlait souvent de 300 km. Aujourd'hui, on l'a débloqué, ce frein de 300 km. Les voitures qui sont commercialisées font plus de 300 km. Le frein du prix, on l'a débloqué en menant des actions, parce que le préfet Vibert a parlé des infrastructures, des engagements du gouvernement, mais il y a aussi l'engagement des aides financières aux véhicules électriques. Aujourd'hui, pour l'achat d'une voiture électrique neuve, vous bénéficiez de 6 000 € d'aide de l'État, ce qui commence à compenser le surcoût du véhicule électrique. Et si vous mettez un vieux véhicule au rebut, vous avez une majoration de cette prime de 2 500 €. Donc ça compense le prix d'achat du véhicule. Donc on a levé les deux freins. Et le troisième, c'est quand même les infrastructures. Et même dans la dernière enquête, il ressort ce problème. Même si la France est bien dotée en infrastructures, c'est quand même toujours un peu problématique pour la traverser en véhicule électrique et se charger simplement. Donc ça, c'est important de pouvoir passer de l'information et passer de l'éducation. Et justement, pour débloquer ce frein d'information et d'éducation, on a décidé, en collaboration avec le ministère, de préparer finalement une plateforme. Donc ça sera un site web où on donnera toutes les informations pour les futurs acheteurs de véhicules électriques et même ceux qui utilisent, pour leur rendre la vie de l'utilisateur de plus en plus simple. C'est-à-dire, on va leur donner la liste des aides nationales, les aides locales, finalement un calcul de ce qu'on appelle le TCO, du Total Cost of Ownership, comparé à un véhicule essence et diesel, et tout ça pour leur permettre de basculer à la mobilité électrique. Ils en ont tout intérêt. Voilà un peu les grandes lignes. À côté de ça, je pense qu'on est face à une mutation. C'est-à-dire, c'est pas seulement de dire « je vais fabriquer des véhicules électriques et les vendre ». Il faut adresser à la fois les technologies, mais les technos sont traités. Aujourd'hui, les technos sont disponibles. Mais l'industriel, là, il faut transformer l'industrie. Ça prendra peut-être un peu de temps. Donc, c'est ça qui est très important. Mais le troisième, c'est quand même sociétal. Il faut changer les façons de penser, aussi bien sur la mobilité que sur l'achat du véhicule. Et tout ça, ça entraîne d'autres choses. C'est-à-dire, on est obligé de penser énergie. Aujourd'hui, je vais à la station-service, je remplis mon réservoir en quelques minutes. Là, non. Il faut que je me branche, que je trouve une prise, une station de recharge, et ça sera entre 20 minutes et 6 heures. Donc ça change aussi ça. Il faut aussi penser énergie. Et à côté de les derniers points, c'est quand même tout ce qui est emploi, formation. C'est-à-dire il faut reprendre tout ça si on veut maintenir les emplois en France, formation. Et quelque chose d'important qui a été évoqué, c'est les batteries. Donc voyez un peu, et au niveau de l'AVER, on a aussi décidé de travailler en collaboration avec les autres fédérations à essayer de trouver les pistes pour adresser les objectifs futurs 2040. Comme ça a été dit par le gouvernement, plus de vente de véhicules émettant des gaz à effet de serre. Donc on va essayer d'écrire un livre blanc pour voir dans quelles conditions on va y arriver. Et il y a quand même des conditions. C'est pas tout de dire « je passe à la mobilité électrique ». Il y a des conditions et il faut absolument les remplir, qui sont décarboner l'électricité, qui sont recycler les batteries et effectivement faire du smart charging. Voilà en quelques mots le futur. Alors j'ai juste une micro-petite question encore, si vous pouvez être concis, si vous avez quelque chose à nous dire. Je crois savoir que vous revenez du Japon. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez un scoop? Est-ce que vous avez quelque chose à nous apprendre sur l'électromobilité en provenance d'Asie? Mais soyez bref. En provenance d'Asie, c'est l'Asie qui tire l'électromobilité aujourd'hui et ils se mettent en marche pour continuer. Clairement. Et chose importante, si les grands constructeurs japonais, que sont Toyota, Honda, étaient un peu réticents à basculer aux véhicules électriques à batterie ou à l'hybride rechargeable, ils présentaient un tas de modèles
hybrides rechargeables. Donc, ils ont compris que ce n'était pas seulement les hybrides classiques qui seraient le futur. Les hybrides rechargeables en font aussi partie. Par contre, juste un petit mot. J'étais aussi au Japon et je participais à une table ronde, je dirais, internationale pour partager les réglementations qu'il faut mettre en œuvre pour justement favoriser l'introduction du véhicule électrique. Et j'étais dans ce cadre-là, c'était lors d'un salon mondial, le VS31 qui se tenait à Tokyo. Et il y a eu des échanges assez fructueux sur ce que les États mettent en place pour justement faire émerger ce marché. Et on s'est donné rendez-vous l'année prochaine à Lyon, en mai l'année prochaine, pour faire la même chose en France. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Ich gebe das Wort jetzt weiter an meinen Kollegen Raimund. Ja, vielen Dank für die französische Seite. Ich habe hier drei sehr profunde Kenner der elektromobilen Szene in Deutschland zu Gast. Ich beginne mit der offiziellen Ebene, mit der Regierung. Neben mir sitzt, ich stehe jetzt, Herr Barke. Er ist der Staatssekretär für Wirtschaft im Ministerium des Saarlandes. Saarland, der französischste Teil Deutschlands. Darf ich, glaube ich, sagen, Sie können am Ende auch widersprechen, ist aus meiner Sicht, ist es dort so. Auch das Saarland überraschend viel wirtschaftliche Kraft im Bereich der Automobilindustrie. Ist nicht in Deutschland, gibt es wenig Ecken, wo gar nichts mit der Automobilindustrie ist. Es gibt viele Ecken, wo sehr viel ist. Also auch das Saarland dort sehr aktiv. Aber eine Frage zum nationalen Strategie. Deutschland hat ja eine. 1 Million Elektroautos bis zum Jahr 2020. Wir sind, wenn wir sagen Ende des Jahres, sind wir gut 2 Jahre und 3 Monate davon entfernt. Herr Barke, glauben Sie, Deutschland schafft das, was es sich vorgenommen hat im Bereich der Elektromobilität? Hängen wir ein bisschen hinterher? Wie schätzen Sie das ein? Wo sehen Sie auch gerade in Ihrem Verantwortungsbereich, den Wirtschaftsbereich, Möglichkeiten, Elektromobilität voranzutreiben? Ja, bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation. Et en allemand. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine interessante Frage. Wir haben eine Strategie in Deutschland. Ich kann die Frage ganz klar beantworten. 1 Million Fahrzeuge bis 2020 werden wir nicht schaffen. Das ist definitiv heute schon absehbar, aber wir können diese Ziele bis 2022, also 2 Jahre später, erreichen. Wir haben im Moment Ende 2017 einen Zulassungsstand von Elektrofahrzeugen in Deutschland von 130.000 gehabt. Bis zu 1 Million ist das noch eine Strecke zu gehen. Aber alleine schon im Jahr 2017 sind knapp 60.000 Fahrzeuge zugelassen worden. In 2018 wird die Zahl noch mal deutlich höher sein, sodass ich schon glaube, dass wir bis 2022 die gesetzten Ziele erreichen können, wobei es dafür eine ganze Reihe flankierender Maßnahmen braucht. Es reicht ja nicht aus, ein Ziel auszurufen in dem Glauben, die Leute setzen das dann um, sondern dazu braucht es auch Anreize des Staates. Anreize bei uns waren, wie in Frankreich, der Kaufbonus für Elektrofahrzeuge, 4.000 Euro. Das ist eine Gemeinschaftsaktion der deutschen Industrie mit dem deutschen Staat. Wir haben 4.000 Euro bei 1,2 Milliarden Volumen, reicht das mal gerade aus für 300.000 Fahrzeuge. Das wird man dann auch nach 2020, 2022 auch noch mal fortentwickeln müssen. Und daneben braucht es natürlich auch, sag ich mal, weitere Infrastruktur. Wir brauchen die Ladeinfrastruktur bei den privaten Ladepunkten. Wenn die Ziele sich so weiter realisieren, dann werden wir schon in 2025 etwa 2,5 bis 3 Millionen private Ladepunkte brauchen und wir werden in 2025 etwa 200.000 öffentliche Ladepunkte brauchen. Da sind wir aber dabei, auch durch öffentliche Förderung das ganze Thema anzuschieben. Und daneben sind wir gerade das erste Land auch in Europa, das eine flächendeckende Strategie hat, um die Ladepunkte an der Autobahninfrastruktur nahezu in allen Autobahnraststätten entsprechende Schnellladepunkte einzurichten. Das soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Insoweit läuft das in diesem Sinne schon relativ gut zusammen.
wobei es deutlich besser laufen würde, wenn die unterschiedlichen politischen Disziplinen ein anderes Selbstverständnis entwickeln würden. Bei uns machen die Städtebaupolitiker Smart Cities und die Energiewirtschaftler machen intelligente Netze und die Automobilindustrie baut Elektroautos. Ja, wir müssen schon gucken, dass wir diesen vernetzten Ansatz finden, wo ein Rad in das andere greift, um diese PS, die jetzt im Moment in der Diskussion sind, auch tatsächlich auf die Straße zu kriegen. Vielen Dank, Herr Barke. So, Herr Barke hat festgestellt, Ziel 2020, 1 Million Elektroautos werden wir nicht erreichen. Wenn man ein Ziel nicht erreicht in einer Strategie, liegt immer die Überlegung nahe, wer ist schuld? Weil man hat sich ja ein Ziel vorgenommen und es nicht erreicht. Eine Frage, die Politik kann keine Autos bauen. Ja, wir haben ja eine Marktwirtschaft, wissen wir alle. Produzenten und Kunden sind frei. Habe neben mir Ralf Diemer vom Verband der deutschen Automobilindustrie. Ist zweifelsfrei einer der wichtigsten Verbände in Deutschland. Er wird die Zahl sicherlich wissen. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, wie viele Unternehmen, wie viel Wertschöpfung da liegt. Er leitet dort das Büro in Brüssel. Vieles, was wir machen, wird ja in Brüssel entschieden, muss man ja auch sagen. Also eine wichtige Aufgabe dort. Meine Frage jetzt an Ralf Diemer. Automobilindustrie, wie stellt sie sich der nationalen Strategie? Das heißt, hilft sie mit, dass wir 1 Million Elektroautos auf die Straße kriegen, oder findet die Automobilindustrie, vielleicht sind wir noch ein bisschen zu früh dran und müssen mehr noch an der anderen Antriebstechnologie arbeiten als an den Elektrofahrzeugen. Also woran liegt es? Deutschland nicht weit genug? Ja, also es sind 630 Mitgliedsunternehmen im Moment, Hersteller und Zulieferer. Mittlerweile, wenn ich da unten den Kollegen Jean-Luc von Valeo sehe, und möchte ich natürlich gerade auch in Paris sagen, es sind durchaus auch französische Zulieferer mittlerweile Mitglied im Verband der Automobilindustrie in Deutschland, weil sie eben in Deutschland produzieren. Und wir sind natürlich auch keine deutsche Automobilindustrie mehr, sondern in Wahrheit sind wir eine europäische Automobilindustrie. Allein unsere Hersteller haben in 17 europäischen Mitgliedstaaten Produktionsstätten. Richtig ist, wir haben das deutsche Ziel oder wir werden das deutsche Ziel, so wie wir es uns gesetzt haben, verfehlen. Das hat, glaube ich, ganz viele Gründe. Die deutschen Automobilhersteller bieten im Moment rund 30 Fahrzeuge mit Stecker an, also rein elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride. Wir werden jetzt in den nächsten 2 Jahren einen massiven Zuwachs dieser Fahrzeuge sehen. Wir rechnen damit, dass es im Jahr 2020 von den deutschen Herstellern rund 100 solcher Produkte sein werden, die man kaufen kann. Von daher stimmt mit Sicherheit auch die Einschätzung des Staatssekretärs, dass der Hochlauf der Elektromobilität in den nächsten Jahren deutlich schneller gehen wird, als er in den letzten Jahren gegangen ist. Ich möchte eine persönliche Note anfügen. Ich bin persönlich nicht so sicher, ob diese Idee, man muss sich immer ein quantitatives Ziel zu einem bestimmten Jahr setzen, wirklich immer so die richtige Strategie ist, weil was wir, glaube ich, schon, und das wäre dann mein zweiter Punkt, der dazu passt aus meiner Sicht, das ist hier auch schon gefallen, mehrfach. Wir reden eben nicht mehr nur davon, ein paar neue Produkte auf den Markt zu bringen, sondern es ist wesentlich mehr. Wir reden von einer neuen Infrastruktur und wir reden natürlich auch von einem anderen Mindset, weil die Fahrzeuge sind halt auch anders. Der Normalkunde ist vielleicht im ersten Step der Elektrifizierung gar nicht der erste Ansprechpartner für Elektromobilität, sondern das sind vielleicht sehr viel mehr, zum Beispiel Flottenkunden gewerblicher Art, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Richtig ist aber auch, wir sind in Deutschland nicht führend bei der Infrastruktur. Ich nehme mal ein gutes Beispiel. Elektromobilität ist ja auch vor allen Dingen ein Thema, was sich zunächst mal in großen Städten, in Ballungszentren in erster Linie umsetzen wird. Berlin hat pro 1000 Einwohner gerade mal 0,22 Ladepunkte. Amsterdam, derzeit Marktführer in dem Bereich in Europa, 2,5.
Daran kann man sehen, dass wir eben auch in Berlin beispielsweise, eine Stadt, die sich immer sehr fortschrittlich gibt in Deutschland, noch lange nicht da sind, wo wir sein müssten. Und dann gibt es ein Thema, was vielleicht gar nicht so sehr mit der großen Politik zu tun hat, sondern oft scheitert es ja an Kleinigkeiten. Also wir im VDA haben eine Tiefgarage in Berlin. Diese Tiefgarage wird nicht nur von uns, sondern auch von anderen Eigentümern benutzt. Wir wollten dort zwei Ladesäulen unterbringen. Das ist uns nicht gestattet, weil zwei der acht Eigentümer dieser Tiefgarage das nicht wollten. Anderes Beispiel. Wir haben vor der Türe Laternenmasten elektrisch. Da gibt es ein Startup in Berlin, die ein System entwickelt haben, wie man einen solchen Laternenmasten zum Fahrzeugladen verwenden kann. Mit einem digitalen Abrechnungssystem und allem, was dazugehört. Wir wollten zwei der Laternenmasten auf unsere Kosten direkt vor unserer Haustüre entsprechend einrichten. Wir hätten dazu aber die Genehmigung des Bezirks gebraucht, dass die Fahrzeuge dann dort an diesem Laternenmasten auch parken können. Und diese Genehmigung haben wir eben nicht bekommen. Das ist ein ganz normaler Parkplatz. Ergebnis, da stehen natürlich immer andere. Und wenn ich da halt nicht parken kann, kann ich nicht laden. Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass das mit der Elektromobilität ein Riesenbereich ist, wo wir ganz viele kleine Probleme haben, die wir alle noch nicht gelöst haben. Und da ist natürlich vor allen Dingen auch die Politik gefragt. Das ist ganz klar. Das sind häufig ganz simple politische Fragen. Also wie lange wir brauchen, dass in großen Städten in Deutschland die Busspur von Elektrofahrzeugen verwendet werden kann. Auch das zum Beispiel in Berlin nicht möglich, weil es die Stadt nicht erlaubt. Also hier gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Punkten. Und dann gestand es mir noch eine allerletzte Bemerkung, dann bin ich auch fertig. Ich mache ja Europapolitik. Mir ist dieses Thema Elektromobilität und Infrastruktur in Europa viel zu sehr auf der nationalen Ebene verankert. Wir hatten eine Initiative der Kommission, Mindeststandards zu setzen in den Mitgliedstaaten für Infrastruktur. Das ist von den Mitgliedstaaten alles abgelehnt worden. Die Mitgliedstaaten wollen das selber machen. Ergebnis, wir haben in weiten Teilen Europas ja in Wahrheit überhaupt gar keine Elektroinfrastruktur. Und wir können natürlich nicht immer nur von Paris und Berlin und Amsterdam sprechen, sondern wenn wir am Ende elektrifizieren wollen, dann müssen wir eben auch über Polen, über Süditalien, über Spanien, über Rumänien und andere Länder sprechen. Und dort sehen wir natürlich, das sehen wir auch in den Verkaufszahlen, die Elektromobilität noch nicht mal in den Kinderschuhen. Also das sei von mir noch als Europapolitiker vielleicht noch eine Anmerkung in dem Zusammenhang. Ich glaube, es wäre eine deutsch-französische Initiative im Europäischen Rat wert, eine gemeinsame Infrastrukturinitiative beispielsweise zu starten. Das ist bis jetzt nicht passiert. Ja, danke, Herr Diemer. Es gibt ja viele in Deutschland, die denken, die deutsche Politik macht das, was der Verband der deutschen Automobilindustrie sagt. Sie haben eben das Gegenbeispiel gehört. Der VDA schafft es noch nicht mal, zwei Ladesäulen für die Elektroautos zu bekommen oder in der Tiefgarage die Ladesäulen gegen die Inhaber dort durchzusetzen. Also das ist eine sicherlich erstaunliche Entwicklung, aber das zeigt eben auch, dass wir ein Rechtsstaat sind und die Demokratie herrscht dort. Beruhigt den einen oder anderen. Ich komme zu Kurt Siegel. Kurt Siegel ist jetzt auch ein Verband. Auch viele Automobilhersteller sind Mitglied in seinem Verband. Das ist der Bundesverband für Elektromobilität. Wenn ich die Mitgliederliste richtig gelesen habe, sind in seinem Verband auch ausländische Hersteller. Ich meine, Renault Deutschland ist zum Beispiel ein Mitglied in seinem Verband. Ich frage jetzt Kurt Siegel, der ja auch lange Jahre jetzt die Elektromobilität verfolgt. Was glaubt Kurt Siegel? Was glauben Sie? Woran liegt es, dass Deutschland die Ziele verfehlt hat bisher? Dass sie nicht geschafft haben, 1 Million Elektroautos. Wie sinnvoll so ein Ziel immer ist, bin ich bei Ihnen. Wie sinnvoll so ein Ziel auch sein mag. Aber woran liegt es, dass man jetzt dieses Ziel verfehlt hat? Ja, lieber Herr Nowak, da muss man ein bisschen differenziert hinsehen. Das geht nicht ganz so einfach zu beurteilen. Das hängt an vielen Dingen. Erstmal bin ich völlig d'accord mit meinem Kollegen Beretta, was es betrifft, dass wir endlich mal Energie- und Mobilitätswende miteinander denken. Es nutzt nichts, wenn wir da parallel fahren. Wir müssen
die Verbände, die Industrie, die Politik an einen Tisch bringen. Und es braucht meiner Meinung nach einen europäischen Masterplan. Sonst werden wir in allen Belangen scheitern und definitiv nicht die Ziele erreichen, die wir uns gesetzt haben. Aber Nummer eins. Nummer zwei, wenn man sich das ganz genau ansieht, dann muss man schon feststellen, und da muss ich Ihnen leider ein bisschen widersprechen, Herr Diemer, es gab in Deutschland schon ein paar gute Instrumente, um das Thema nach vorne zu bringen. Ich nenne hier einfach mal die sogenannte nationale Plattform Elektromobilität. Nur wir müssen da nach 6, 7 Jahren feststellen, es ist ein Rohrkrepierer. Das Ding hat in keinster Weise irgendwie funktioniert, vielleicht mit einer Arbeitsgruppe ausgenommen, die Arbeitsgruppe 4, wo es um Normierung ging. Aber wenn man genau das Thema hat, das Sie gerade eben angesprochen haben, nämlich Laden in Miet- und Wohneigentum und wir es in diesen 6 Jahren nicht geschafft haben, gesetzliche Rahmenbedingungen mit der nationalen Plattform bei der Politik durchzusetzen, die es ermöglichen, dort eine Wallbox zu installieren, ohne dass mir irgendein Nachbar reingrätscht und sagt, wenn ich das nicht will, dürft ihr das alle nicht, dann tut es mir schrecklich leid, dann haben wir ein massives Problem in der Organisation. Das ist mal die eine Geschichte. Die nächste Geschichte ist natürlich auch die, dass ich persönlich jetzt nicht unbedingt erkennen kann, und ich bin Ingolstädter und komme aus der Stadt mit diesen berühmten Ringen, dass man da wahnsinnig großes Interesse hat, Elektromobilität auf die Straße zu bringen. Das ändert sich im Moment gerade, aber die letzten 5, 6 Jahre habe ich immer wieder gemahnt in meiner eigenen Heimatstadt, tut etwas mehr, bewegt euch. Da gibt es in Amerika so ein junges Startup, das keiner ernst nimmt, das plötzlich eine Ladeinfrastruktur weltweit ausgerollt hat und nebenbei Autos baut. Aber das ist irgendwie an den Leuten vorbeigegangen, das tut weh. Und als Ingolstädter tut es mir doppelt weh, weil ich leide momentan darunter. Die ganze Stadt leidet darunter. Wir haben gerade im Moment das Problem, dass Schichten in dieser Automobilindustrie nicht mehr gefahren werden können. Und da geht es für einige Leute an die Existenz, weil wir geschlafen haben. Wir haben uns in einem Dornröschenschlaf befunden, in einer Komfortzone. Und außerhalb ist es passiert, und zwar weltweit, egal ob in Asien oder USA. Mir geht aber eines an der ganzen Debatte irgendwie trotzdem am Thema vorbei, und es ist schön, dass wir ausländische, speziell französische Mitglieder in unserem Verband haben. Wir haben kein deutsches Mitglied drin, auch darüber könnte man mal nachdenken. Aber mir geht die Debatte noch an einem vorbei, und das haben Sie Gott sei Dank richtig angesprochen in Ihrem letzten Satz. Ist es letztendlich der Endkunde, der jetzt die E-Mobilität am Anfang treibt? Sehen wir eben nicht so. Wir sehen das auch eher gesetzt in Flotten. Wir sehen es gesetzt auf der letzten Meile, die Dinge, die die Städte belasten. Wir haben jetzt in Deutschland ein Programm aufgesetzt, das nennt sich Saubere Luft. 1 Milliarde Euro wird da investiert. Man hat viel Geld schon vergeben, ausbezahlt ist bis zum heutigen Tag nichts, weil wir es nicht geschafft haben, in 10 Monaten das Geld freizukriegen. Das sind die eigentlichen Themen, die wehtun. Und Ladeinfrastruktur, ganz ehrlich, 80% der Ladevorgänge, das wissen wir, werden zu Hause stattfinden. Deswegen ist es doppelt wichtig, dieses Miet- und Wohneigentumsdrama endlich auf die Reihe zu kriegen. Und ich sehe momentan ein sehr positives Zeichen, nämlich unsere Discounter, die einfach hergehen und Ladeinfrastruktur hinstellen für den Endkunden. Und es funktioniert ganz hervorragend. Und da mache ich mir die allerwenigsten Sorgen. Mir geht es darum, wo sind die verfügbaren Fahrzeuge? Und meine Frau musste gerade eben 9 Monate auf ihren Renault Zoe warten. So, Sie haben die unterschiedliche Sichtweise gehört. Für die Kurt Siegel kommt aus Bayern, das ist ein besonderer Teil in Deutschland. Und wenn er Ingolstadt sagt, dann meint er den Firmensitz von Audi. Audi hat einen wunderbaren Stand hier auf der Mondial. Sie können dort den Q6, glaube ich, den gibt es Q3, müsste mich jemand verbessern, der es jetzt genauer weiß, also auch mit einem Premierenfahrzeug hier unterwegs. Das ist der Hintergrund, wenn Kurt Siegel Ingolstadt sagt. Für uns ist jetzt eine Frage, die ich auch an die französischen Kollegen hätte. Wie ist in Frankreich die Nachfrage nach Elektroautos? Weil in Deutschland ist es so, dass wir die Nachfrage nicht befriedigen können. Es gibt tatsächlich, nicht nur bei den deutschen Produkten, auch bei den französischen Produkten, gibt es längere Lieferzeiten. Ich kann es Ihnen sagen, wir haben eine große kommunale Flotte, die wir selbst betreuen, mit 200 Elektroautos. Sehr viele Kommunen wollen jetzt umsteigen auf Elektromobilität, finden aber keine Fahrzeuge.
ist es für die französische Industrie jetzt eine Chance, nach in Deutschland zu exportieren, nach Deutschland zu gehen mit Fahrzeugen, das bestverkaufte Fahrzeug für im vollelektrischen Bereich ist die Renault Zoe. Deutschland weiß keiner, warum sie die heißt. Das ist ein französischer Vorname. Also letztlich eine ideale Situation in Deutschland zu verkaufen. Sieht man in Frankreich Aktivitäten, das stärker in Deutschland zu machen? Die zweite Frage, wie ist die Nachfrage in Frankreich selbst nach Elektroautos? Vielleicht, wenn Herr Brossard hat es, glaube ich, gehört, die Frage vollständig, wenn er das aus seiner Sicht aber auch Herr Beretta hat die ganze Zeit die Übersetzung hören können, glaube ich, sagen können. Sonst soll der antworten, der mich verstanden hat. Oui. Je vais commencer une réponse. Globalement, il y a eu à un moment donné, c'est toute la difficulté, c'est d'adapter en fait l'offre à la demande. Pendant un certain temps, il y avait quand même beaucoup de... Et la France a été assez précurseur, c'est-à-dire que les deux groupes français avaient proposé un certain nombre de voitures, la Zoé, la Leaf pour le groupe Renault-Nissan, la Lion, la C0, le Berlingo, le Kangoo, donc pas mal de voitures. L'offre était présente et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de problématique en fait aussi marquée que celle que vous avez décrite. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que on est toujours, comme on l'a dit, à 2% de part de marché. On veut passer à des parts de marché beaucoup plus importantes. Et pour cela, les constructeurs vont faire une offre importante. Et on le voit même sur le salon et sur le mondial de l'auto aujourd'hui. PSA propose une DS3 Crossback électrique qui arrivera courant 2019, donc avec plus de 50 kWh embarqués. Il y a un certain nombre de choses. Peut-être qu'Alexandre de Guignard, qui est dans la salle, reviendra sur les plans produits. Mais l'offre aujourd'hui arrive et les constructeurs français, chacun d'entre eux, arrive avec 8 à 10 modèles électrifiés dans les 5 prochaines années. Et on est de la même façon en Allemagne. Vous savez que Volkswagen a un plan relativement important, un certain nombre de choses. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème d'offre. Et les constructeurs se sont mis en position de répondre aujourd'hui et vont essayer de le faire le mieux possible. Mais c'est l'adéquation de l'offre à la demande qui est relativement à caler en fait en fonction des problèmes industriels. Oui. Peut-être un petit complément. Je pense que effectivement la croissance de ce marché est très rapide. Et après, quand on reprend dans la phase industrielle, il faut adapter l'outil industriel et ça demande un peu de temps. Mais je suis assez confiant, ça va se réguler dans le temps, puisque maintenant, tout le monde est conscient que cette mobilité électrique, c'est le futur. Donc je pense, si je me rappelle bien, même Carlos Ghosn a dû faire une conférence de presse où il a dit que les délais de livraison étaient dus finalement à la pénurie de batteries. Donc ça introduit le sujet batterie et je pense qu'il faut l'adresser. Monsieur Hubert, vous voulez compléter ? Oui, alors je n'ai pas entendu le début de la question, mais vous avez compris. J'en ai compris le sens. Souvenons-nous quand même qu'on a derrière nous un siècle d'usage du véhicule thermique, avec les habitudes qui ont été prises dans l'utilisation de ce véhicule. Et gardons en mémoire que la perception que le public a pu avoir des premiers véhicules électriques qui sont arrivés sur le marché était en comparaison avec les performances affichées par les véhicules thermiques. C'est-à-dire que quand on parle d'un véhicule électrique qui a 150 km d'autonomie, cela paraît ridicule par rapport à l'offre qui est faite sur les véhicules thermiques de 500, 600, 700, 900 km d'autonomie. Mais c'est en réalité parfaitement adapté au trajet quotidien moyen de la très grande majorité de nos concitoyens. La dernière étude à laquelle il a été fait allusion par Joseph Beretta tout à l'heure montre que le kilométrage moyen effectué par 75 ou 80% des Français et de 29 km par jour. A-t-on besoin d'un véhicule d'un véhicule qui a 700 ou 900 km d'autonomie pour faire 29 km par jour ? À l'évidence, non.
Et si on interroge les distributeurs pétroliers, ils vous diront que, en moyenne, le panier moyen pour la consommation de carburant à la pompe, c'est entre 20 et 40 euros. Avec 20 ou 40 euros, vous ne faites pas le plein d'un véhicule qui a 700 km d'autonomie. Ça veut dire que, bien qu'ayant sous le pied un véhicule qui a cette possibilité de faire 700 km d'autonomie, nos concitoyens s'auto-limitent, peut-être pour des raisons économiques, mais ils s'auto-limitent sur l'autonomie dont ils disposent. Alors on va dire, oui, mais un véhicule qui a 150 km d'autonomie ne nous permet pas de partir en vacances avec toute la famille. Mais, et c'est là où pouvoir public, constructeur et tous les membres de la filière, nous avons de la pédagogie à faire. Faut-il acheter un véhicule calibré pour les 20 ou 30 jours pendant lesquels on va partir en vacances, c'est-à-dire relativement à longue distance avec toute la famille, pour ne faire que 29 km par jour les 330 autres jours de l'année? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas avoir un véhicule adapté aux déplacements quotidiens pour les 330 ou 335 jours de l'année, et éventuellement choisir une autre solution qui pourrait être de louer un véhicule pour les 30 jours, les 2 fois 20 jours ou les 2 fois 15 jours pendant lesquels on part en vacances? D'ailleurs, il y a un constructeur automobile qui avait dans son offre proposé cette solution. C'est-à-dire que vous faisiez l'acquisition du véhicule et vous aviez, je crois, 4 semaines de location de véhicules offertes. Ce qui veut dire qu'au-delà des problèmes juridiques, et il y en a, alors nous avons réglé le problème des bornes sur les lampadaires. Ça y est, c'est réglé, vous pouvez chez nous installer une borne sur un lampadaire. Au-delà des difficultés qu'il y a encore à installer des bornes dans les parkings des copropriétés, je pense qu'il y a à nous mobiliser pour faire un peu de pédagogie vis-à-vis du client, parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de franchir le pas. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les préventions qui préexistent à l'achat d'un véhicule électrique, et notamment relatives à l'autonomie, disparaissent complètement après un certain temps d'usage du véhicule électrique. Et il ne faut pas s'y tromper. Ceux qui font la meilleure publicité, les meilleurs prescripteurs du véhicule électrique, ce n'est pas l'État, ce n'est pas les constructeurs automobiles, et pour cause, parce qu'ils ont encore des véhicules thermiques à vendre, parce que ce sont ces véhicules qui leur rapportent le cash qui permet de faire la recherche sur les véhicules électriques. Donc, les meilleurs prescripteurs pour le véhicule électrique, ce sont les utilisateurs de véhicules électriques. J'avais une petite question à M. Brossard. Donc, si je comprends bien, le consommateur peut avoir une offre beaucoup plus importante. À quel délai? À l'horizon 2020. De toute façon, la stratégie des constructeurs est une stratégie multi-énergie. Comme on l'a dit, c'est le client qui choisira. Donc, en fait, il faut laisser la neutralité technologique faire son œuvre. En fonction des usages, l'électricité peut être la bonne réponse, mais peut aussi, pour d'autres usages, si on est amené à faire des très grandes distances, pas forcément la bonne réponse. Donc en fonction des usages et des comportements qu'on souhaite retrouver, en fait, il y aura une offre qui sera multiple et qui devra être multiple. Donc à l'horizon, la démarche de plateforme multi-énergie, c'est une démarche qu'ont déjà engagée les constructeurs depuis quelques années. Et les offres, en fait, arriveront, on le voit, à partir de 2018-2019, on le voit sur les salons maintenant, et seront pleinement offertes aux clients à partir de 2020. Einmal als Anwalt der deutschen Übersetzung, kann es sein, dass zwei Übersetzungen parallel laufen oder ist es vielleicht nur auf meinem? Bitte einmal überprüfen. Ich habe zwei Übersetzungen drauf. Ja, eine ist gut. Eine reicht völlig aus. Okay, also für die Frage ist für mich die eine Frage nochmal an den VDA. Wenn wir 1 Million Elektroautos gebaut hätten, hätten wir sie verkaufen können? Was glauben Sie?
ist der Markt schon da, dass man in Deutschland, Frankreich ist ja ungefähr die gleiche Zielsetzung, heute schon 1 Million Elektroautos verkaufen kann. Ist der Markt schon da? Also der Markt ist offensichtlich da, weil wir haben ja insgesamt in, nicht nur in Deutschland steigende Zahlen, Zulassungszahl von Elektrofahrzeugen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das mit der Million passt oder nicht. Ich habe vorhin gesagt, dass ich meine Probleme habe mit so quantitativen Zielen. Am Ende muss doch unser Ziel sein, und da möchte ich nochmal drauf rekurrieren, wir brauchen da eigentlich viel mehr europäisches Denken, weil es nützt uns auch gar nichts, wenn wir in Deutschland 1 Million Elektroautos kaufen und ich mit denen schon nicht nach Polen fahren kann, zum Beispiel. Wenn wir unsere polnischen Diesel da begrüßen. Naja, wie auch immer. Also ich will damit nur sagen, das Auto ist ja durchaus auch ein Produkt, mit dem man europaweit reist. Und das soll ja vielleicht auch das Elektroauto sein. Vielleicht nicht jedes Elektroauto, aber generell ist das ja schon ein Thema. Ich möchte vielleicht auf eines noch hinweisen, weil das klang jetzt auch gerade sehr schön an. Ich glaube, das müsste man auch noch mal ein bisschen vertiefen. Wir sprechen natürlich nicht einfach nur von einem Auto mit einer anderen Antriebstechnologie, sondern wir sprechen von einer komplett neuen Wertschöpfungskette. Diese Wertschöpfungskette haben wir in Europa bisher nicht gehabt. Und wir haben die Batteriezelle in Europa derzeit nicht beziehungsweise nur rudimentär. Wir haben aber beispielsweise Zulieferer in der deutschen Automobilindustrie, deren Beschäftigung zu 60, 70, 80% vom Verbrennungsmotor abhängt. Die VDA-Mitgliedsunternehmen beschäftigen momentan rund 880.000 Mitarbeiter, Hersteller und Zulieferer. Wir rechnen damit, dass mit Sicherheit 150.000 von denen direkt oder indirekt am Antriebsstrang Verbrenner hängen. Die machen Sachen, die man für ein Elektroauto nicht mehr braucht. Also Getriebe beispielsweise, die gesamte Abgasanlage beispielsweise, aber auch Kolben. Also alles, was im Verbrenner drin ist, wird in der Elektromobilität ja nicht mehr gebraucht. Was mache ich mit diesen Leuten? Ich werde ja nicht die Produktion einfach umstellen und dann bauen wir halt in Zukunft Batterien. So wird das nicht funktionieren, sondern wir reden von einem komplett neuen System. Und deswegen sind wir schon auch der Meinung, dass wir diese Umstellung, von der wir da reden, und die ist eine sehr grundsätzliche Umstellung, nicht einfach per Order de Mufti, so wie das gerade in Europa auch ganz gerne gemacht wird in Form von CO2-Regulierungen, per Order de Mufti beschließen können und dann wird alles gut, sondern das wird ein sehr umfassender Prozess werden, wo wir sehr genau aufpassen müssen, dass wir am Ende die Grundlage unseres Wohlstandes, die zum Beispiel auch im Fahrzeugbau generiert wird, und das ist ja nicht nur in Deutschland so, dass wir diese Grundlage uns nicht entziehen. Und daher rührt vielleicht manchmal auch eine gewisse Zurückhaltung, zum Beispiel der deutschen Automobilindustrie, bei dieser doch teilweise ja sehr großen Elektroseligkeit, die in Deutschland in der öffentlichen Debatte auch herrscht, weil da gibt es eben auch ein paar Fragezeichen. Und jetzt darf ich noch eine allerletzte Bemerkung machen, weil ich ja darauf gewartet habe, dass der Kollege den Start-up Tesla hier zum Besten gibt. Aber Sie haben Tesla gemeint, nehme ich mal an. Tesla ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es mit der Elektromobilität eben noch nicht funktioniert. Weil die haben zwar Produkte, allerdings kriegen sie die kaum noch aus ihrer Fabrik. Und die werden in diesem Jahr voraussichtlich 2 Milliarden Euro Verluste machen. Man stelle sich mal vor, die Zahlen von Audi oder VW wären vergleichbar mit denen von Tesla, was da in Europa oder in Deutschland los wäre. Also so einfach ist es eben dann doch nicht. Und man kann, finde ich, bei Tesla sehr genau sehen, dass das mit der Elektromobilität vielleicht auch in der Produktion und in der Erstellung der Wertschöpfungskette und dann auch in der Profitabilität durchaus kein ganz so einfaches Thema ist, wie das vielleicht mancher suggeriert. So, wir haben noch eine Viertelstunde, aber ich glaube, es gibt den historischen Moment, dass ein bayerischer Vertreter ein amerikanisches Unternehmen verteidigt. Herr Siegel. Das ist jetzt nicht mein erster Ansatz. Mein erster Ansatz ist erstmal vielleicht der deutschen Autoindustrie, die German Angst auszutreiben.
Wissen Sie, es gibt eine Erhebung, doch, Sie haben Angst. Ist ja berechtigt, um Gottes Willen, ich verstehe Sie ja auch. Ich meine, wie gesagt, ich komme aus einer Autostadt, ich kenne die ganzen Probleme und die Wertschöpfung. Aber Angst haben wir keine, Entschuldigung. Doch, haben Sie. Fakt ist auf jeden Fall folgender, und das müssen wir mal registrieren. Wir bauen im Moment 87 Millionen Autos pro Jahr weltweit. Und es gibt eine Studie, die ist nicht vom Bundesverband E-Mobilität, ich sage am Schluss, von wem sie ist, die da lautet, 2050 müsste diese Autoindustrie weltweit, von General Motors bis Toyota, wer auch immer da dazwischen sitzt, 250 Millionen Autos produzieren, um den Weltmarkt abdecken zu können, weil da sind wir nicht mehr 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, sondern, so Gottes will, 10,5 Milliarden. Und diese Studie kommt von Aral, BP und Shell, nur das mal dazu. Und vielleicht zu diesem Start-up. Muss ich mir jetzt doch noch einen Satz erlauben? Bin da ziemlich tief drin, weil einer meiner besten Freunde, ehemaliger Audi-Produktionschef, sitzt da jetzt und ist in dieser Produktion integriert. Und ich war gerade selber drüben und habe mir das angesehen. Ich habe echt Angst um die deutsche Autoindustrie. Ich sage es Ihnen ehrlich. Wenn ich sehe, wie dort jetzt Autos produziert werden, das sehen wir hier von deutschen Autoherstellern auf Animationsvideos, was dort längst passiert. Und ich bitte halt nur darum, dass man sich endlich besinnt, zu sagen, wir müssen was tun und raus aus der Komfortzone. Wir verdienen ja immer noch viel Geld. Und ganz nebenbei, wenn Tesla 2 Milliarden verbrät dieses Jahr, interessiert, Entschuldigung, kein Schwein. Weil das, was wirklich interessiert ist, dass VW gerade mal 30 Milliarden für Betrügen verbraten hat. Das ist mal der Fakt. Die muss man doch einfach mal sehen. Warum kann man sich dann nicht hinstellen und sagen, tut uns leid, ist passiert, Pech gehabt. Fertig. So. Mehr muss man da nicht tun. So, und dann kann man neu anfangen und dann kann man sich neu orientieren. Mehr nicht. Für die französischen Kolleginnen und Kollegen, wir sind mittendrin in der deutschen Automobildiskussion. Die erleben Sie hier vorne einmal. Aber ich möchte gerne Herrn Barke fragen, weil er ist ja verantwortlich für Wirtschaft und Arbeit im Saarland. Haben Sie Angst um die deutsche Automobilindustrie oder ist Angst das falsche Wort? Es ist zunächst mal schön zu sehen, wie sich mehr oder weniger zwei Lobbyisten neben mir streiten. Das ist eine tolle Sache. Da sehen Sie mal, in welcher Klammer sich Politik in Deutschland bewegt. Zu Ihrer Frage. Ich habe keine Angst für die deutsche Automobilindustrie, ganz im Gegenteil. Ich habe aber durchaus ein paar Ängste vor disruptiven Entwicklungen. Disruptive Entwicklung, was ist das? VDA hat es gerade angesprochen, Herr Diener. Das Thema ist, wenn der Antriebsstrang nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr in dem Umfang gebraucht wird, da hängen zigtausende Arbeitsplätze dran, dann braucht es auch Konversionsprozesse in den Unternehmen. Es müssen neue Produkte entwickelt werden. Da muss man auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Insoweit ist das auch ein arbeitsmarktpolitisches Thema. Das muss man sehr ernst nehmen. Ich will aber so zwei, drei grundsätzliche Themen noch ansprechen. Es ist ja nicht so, dass Deutschland nicht auf die Elektromobilität setzt. Deutschland baut gute Elektroautos. Jedes dritte Patent im Elektrofahrzeug stammt aus Deutschland. Deutschland hat in den internationalen Märkten mit seinen Fahrzeugen Marktanteile. Gerade in Amerika ist es zurzeit so, dass wir den Marktanteil halten, aber die Neuzulassungen in Elektrofahrzeugen doppelt so hoch sind als bei konventionellen Antrieben. In Norwegen fahren die meisten Elektromobile aus deutscher Fabrikation. Und da komme ich an den Punkt. Dort macht es auch nachhaltig Sinn. Denn dort wird zu 100% aus regenerativen Energien auch der Strom erzeugt. Die Elektromobilität mit Wahnsinnskraft in Deutschland zu treiben, das hat auch etwas mit unserer Energiepolitik zu tun. Jetzt und in Zukunft werden noch etwa 50% der Energieversorgung nach dem bekannten Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland an fossilen Energieträgern hängen und somit verlagern wir die Klimadiskussion, die CO2-Problematik, die verlagern wir im Grunde genommen aus dem individuellen Fahrzeug in die Energieerzeugung, in den Stromerzeugungsanlagen, also sprich in den Kraftwerken. Das ist mal ein Punkt, den man in der Gesamtdiskussion mit betrachten muss. Und da haben wir in Deutschland, weil wir uns aus der Atomenergie verabschiedet haben, völlig andere Voraussetzungen als Frankreich mit der Atomenergie, die wir im Übrigen in der Vergangenheit immer verteufelt haben. Aber heute darf man durchaus auch die Frage stellen, ob das Risiko der Atomenergie höher zu bewerten ist
als das tägliche Risiko der Gesundheitsgefährdung durch Verbrenner. Also das wird eine spannende Diskussion. Eine der großen Fragen der deutsch-französischen Kooperation. Das ist werden wir in dieser Generation nicht lösen. Ja, aber das werden wir in dieser Generation nicht lösen, aber die Fragen werden wir gemeinsam aber diskutieren. Die müssen. Muss gestellt werden. Und wir sind ja hier in einem deutsch-französischen Dialog auch. Genau. Und in diesem deutsch-französischen Dialog kann man ja nicht so machen, als würde sich das alles nebeneinander entwickeln. Ja? Es ist eben angesprochen worden, viele deutsche Produzenten sitzen in Frankreich und umgekehrt ist die PSA-Gruppe jetzt in Deutschland gerade bei Opel eingestiegen. Das größte Elektromobilitätsprojekt in Europa ist Aleo mit dem größten Elektromobil, TGV, ja, ICE von Frankfurt nach Paris. Eine wunderbare Geschichte. Und deshalb, wenn wir über Elektromobilität reden, lassen Sie uns nicht nur über Elektroautos und individuelle Mobilität reden, lassen Sie uns auch über die Mobilität der Zukunft reden. Meine Kinder sind 18 und 25 Jahre alt. Für die ist nicht mehr wie für mich das Auto die große Freiheit. Die suchen nicht nach dem einzelnen Fahrzeug, sondern die suchen nach Mobilität. Die wollen günstig von A nach B und die wissen heute, wir haben nur diesen einen Planeten und wir sollten ihn nicht weiter mit Gewalt kaputt machen. Vor allem schon deshalb nicht, weil wir heute die Möglichkeit haben, in einer friedlichen Koexistenz mit dem Planeten zu leben. Deshalb, gerne rede ich über Produktion von Automobilen. Wir sind der drittgrößte Automobilstandort in Deutschland, das Saarland. Ja? Wir brauchen Zeit für den Wandel, aber wir brauchen auch den Mut, die Herausforderung anzugehen. Und wir brauchen auch den Mut, auf die jungen Menschen zu hören mit einem ganz anderen Mobilitätsverhalten. Und wir brauchen in der Industrie, da bin ich wieder beim VDA, auch Marketingmaßnahmen für einen Wandel der Mobilität. Porsche versteht es hervorragend, mit 400 PS Emotionen bei Menschen zu wecken. Wann kommt die Automobilindustrie auf die Idee, mit gesunder Luft, keinen Geräusch, keinen oder geringen Geräuschemissionen für Lebensgefühl und Lebensqualität in Städten zu werben? Das kostet nicht mehr. Ja, Sie müssen die Menschen bei ihren Emotionen packen und dann werden die Produkte sich im Markt auch durchsetzen. Und ein letzter Satz, und das muss ich jetzt noch zur Automobilindustrie sagen. Es gibt nichts Schöneres, als auf abgeschriebenen Produktionsanlagen bewährte Produkte im Markt zu halten. Das ist keine Angst der deutschen Automobilindustrie vor der Zukunft. Das ist ökonomisch rational gehandelt. Heute mit konventionellen Verfahren, mit Produkten Geld zu verdienen, um dieses Geld dann gezielt in Forschung und Entwicklung für neue Mobilität zu stecken. Die deutsche Autoindustrie steckt über 40 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in die Elektromobilität. Sie wird kommen. Es kommt etwas zeitverzögert und es wird am Ende nicht nur in Elektromobilität fließen, sie wird einen Anteil haben in der Produktion, aber auch die Wasserstoffantriebe werden meines Erachtens einen hohen Anteil in der Zukunft der Mobilität haben. Lassen Sie uns nicht einseitig, auch vor dem Hintergrund Ressourcenverfügbarkeit, Lithium etc., seltene Metalle, lassen Sie uns nicht einseitig nur auf einen Weg nach dem Verbrenner setzen. Lassen Sie uns mal alle Möglichkeiten der Mobilität und alle Technologien offen diskutieren und dann mal sehen, was sich da durchsetzt. Okay. Je voudrais poser encore une question aux représentants français. Est-ce que la France, elle a peur de les constructeurs automobiles? Ont-ils peur de Tesla? Ont-ils peur de la Chine? Comment vous voyez ça? Non, on n'a pas peur. C'est un challenge difficile parce qu'il y a, comme on l'a dit, une mutation, donc avec une transition énergétique. Il s'accompagne aussi d'une transition technologique forte parce qu'on est de plus en plus connecté, on est de plus en plus... la sécurité étant un fondamental dans nos produits, on sera aussi de plus en plus assisté en la conduite, voire autonome. Donc non, on n'a pas peur, on prend les challenges comme ils vont. Je vais revenir sur trois chiffres, hein, parce que qui ont été évoqués par mes collègues allemands. Un million de voitures dans un parc, est-ce que c'est un marché accessible? Faut comparer par rapport à la réalité du parc. Hein. Le parc en France, c'est 39 millions de voitures. Un million de voitures, c'est quand même pas un pourcentage élevé. Sachant, comme l'a dit le préfet Vubert tout à l'heure, le kilométrage moyen de certains clients est autour de 29 km par jour. Donc le marché existe et il n'y a pas un problème. Par contre, la rationalité est importante et le client trouvera la mobilité qu'on lui offrira, il cherchera la mobilité la moins chère. Et c'est ça qui est fondamental. On a encore comme driver
principal, le driver économique, et donc il n'est pas prêt à payer beaucoup plus cher pour rouler dans des conditions beaucoup plus propres ou beaucoup plus contraignantes. Il veut avoir cette mobilité, mais il la veut au même prix en fait qu'elle est aujourd'hui. La deuxième chose sur les prévisions de marché qu'on voit, en fait, on fait des études, et on a des observatoires dans 36 pays dans le monde, on regarde comment évolue la chose. Il faut remarquer que dans les pays matures comme l'Europe et les États-Unis, il y a une décroissance du parc qui est prévue et une décroissance des ventes qui est prévue dans les prochaines années, de l'ordre de 7 à 8%, nous on imagine, d'ici à 2030, et que la croissance, en fait, elle est dans les pays émergents. C'est les pays émergents qui vont aller à 40-50% de plus d'outils de mobilité, et on ne va pas aller à 250 millions, je pense qu'on ira beaucoup moins, mais c'est clair qu'aujourd'hui, en 2020, on sera à 100 millions de voitures vendues par an dans le monde, on sera à 130 millions, probablement à 120-130 millions en 2030. 250, ça me paraît un peu important. Alors par contre, il est vrai qu'il faut se préparer à cette transition technologique et écologique et énergétique, en fait, font que les métiers changent, et donc il faut qu'on fasse attention à bien former, recycler en fait nos travailleurs sur les bons produits. Donc il y aura toujours des produits et il y aura des nouveaux métiers, des métiers liés à l'électromobilité, liés à l'électrochimie, liés à l'intelligence artificielle, liés à un certain nombre de choses, il faut qu'on les prenne en compte. L'économie d'énergie, beaucoup de sujets sont à prendre en compte. Donc il faut accompagner le mouvement et on a besoin d'un accompagnement complet, formation, infrastructure, un écosystème complet qui y va. Après, sur la chaîne de valeur, la plus grande problématique qu'on a au niveau de l'électromobilité, c'est la chaîne de valeur. Et sur la chaîne de valeur, on a quand même un produit qui est un surcoût important d'une véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, c'est la batterie. Et donc 70% de cette chaîne de valeur, aujourd'hui, elle n'est pas dans nos pays européens. Oui, elle vient de pays asiatiques. Alors n'avons-nous pas besoin d'usines de batteries en Europe ? Et donc il faut qu'on travaille. Et donc on a mis sous l'égide de la Commission européenne, hein, Marco Šefčovič, on a mis en place une réflexion sur une filière française et européenne. Il y a des choses qui se font et on va travailler pour que cette chaîne de valeur en fait revienne dans nos pays. Si on arrive à faire des cellules en fait de batteries en Europe. Il est clair qu'en termes d'emploi, on retrouvera en fait un équivalent emploi tel qu'on l'a aujourd'hui dans notre industrie. Et donc nos pays retrouveront en fait la possibilité d'avoir des emplois. Si on laisse en fait le champ libre et qu'on ne fait pas ces cellules en France, en ce moment en Allemagne ou en Europe, il risque d'y avoir un problème. Wenn Sie da auf den Bildschirm schauen, meine Herren, dann sehen Sie, dass die Zeit abgelaufen ist. Wir werden ja auch live gestreamt hier und müssen genau dann aufhören, wenn dreimal die Null oder viermal die Null auf dem Bildschirm drauf ist. Das wird sie in 50 Sekunden sein. Wir machen dann einen zweiten Block mit anderen Gästen. Vielen Dank an die hier mitdiskutiert haben. Sie haben gemerkt, es gibt schon unterschiedliche Einschätzungen, es gibt gleiche Probleme links und rechts vom Rhein, es gibt sicherlich auch gemeinsame Ansätze und glaube, was der Kollege vom VDA gesagt hat, wir sind zwar hier deutsch-französisch, das ist schon wichtig in Europa, aber wir werden in Europa einen gemeinsamen Ansatz brauchen, um die Elektromobilität wirklich voranzutreiben und das allerdings ist auch unsere Aufgabe, meine ich, die wir machen müssen. Da können wir nicht auf andere zeigen, auf Slowenien und sagen, ihr müsst es jetzt vorantreiben. Das ist, glaube ich, dann schon ein bisschen unsere Aufgabe. Vielen Dank, bleiben Sie bei uns. Wir sind in einer Viertelstunde wieder da. Für Sie herzlichen Dank fürs Diskutieren und bis bald. Die petite Pause. 10 minutes à peu près, le temps de changer le décor et les intervenants. Voilà, restez avec nous.
da abweiche von. Ich mache keine Bayern. Je vous propose de reprendre vos places. On va démarrer dans quelques minutes la deuxième table ronde. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie sich wieder also die Platz nehmen. Wir werden also die zweite Runde jetzt in ein wenigen Minuten starten. Okay. Est-ce que tout le monde a son application, ses oreillettes pour la traduction? On va faire un test comme sur la première session, c'est-à-dire est-ce que les interprètes pourraient me traduire? Est-ce que les Allemands dans la salle ont eu une traduction? Est-ce que ça fonctionne? Normal die Frage? Ja? Okay. Also nochmal die Frage, funktioniert die Übersetzung jetzt, das Dolmetschen? Wo ist der Chef des Dolmetschen? Et chez vous, est-ce que ça fonctionne? Vous avez des traductions? Oui? Ça va? C'est important la traduction. Hein? Sinon, on ne va pas se comprendre. Donc, quelques ajustements. Encore quelques ajustements, un peu de patience. Ein wenig Geduld. C'est gleich soweit. Je vous souhaite la bienvenue donc à la, surtout pour les nouveaux arrivants, pour la deuxième session de la table ronde de la France-Allemagne, une connexion électrique, donc la première conférence franco-allemande qui a lieu au Mondial de l'automobile. Ja, vielen Dank für die, die jetzt hier geblieben sind, die neu zum zweiten Teil dazugekommen sind. Wir haben alle unsere kleinen Probleme mit der Übersetzung, aber ist ja so, wenn deutsch-französische Kooperation über koreanische Smart- oder amerikanische Smartphones und US-amerikanische Betriebssysteme laufen, da kann es auch schon mal passieren, dass es nicht klappt. Für uns Elektroautofahrer, wir kennen ja auch manchmal, dass die Ladesäule nicht funktioniert, dass ihr die Karte nicht erkennt, dass die App nicht kommt. Trotzdem bleiben wir dabei, die Informationstechnologie ist eine positive Entwicklung und wir werden sie weiter vorantreiben. Eine positive Entwicklung ist ja auch, dass man ja zum Beispiel, was ja früher undenkbar gewesen wäre, so eine Diskussion einfach über den Livestream laufen lassen kann, ohne größere Probleme. So, zweiter Teil dieser Veranstaltung. Diesmal beginnen wir mit der deutschen Seite. Wir sind ja auch ein bisschen weniger als auf der französischen Seite. Ich möchte gerne beginnen mit Herrn Dr. Thomas Becker. Er ist verantwortlich für die Beziehungen zu politischen Entscheidungsgremien bei einem Konzern, den jeder kennt hier, ganz sicher, der auch ausstellt. Wunderbarer Stand. Bin gestern da gewesen.
wird schon eine Menge investiert. Ist auch gut für die Messe, glaube ich, wenn so ein Unternehmen wie BMW dort ist und auch großes Interesse erzeugt an der Mondial und auch Elektromobilität dabei hat. Nicht nur, ich glaube sogar mehrheitlich Motoren, die Diesel oder Benzin verbrennen, mehr Benziner, glaube ich, wenn ich das so gesehen habe. Wir wollen darüber reden, was können eigentlich die Unternehmen dazu beitragen, damit die Elektromobilität sich durchsetzt. BMW, zweifelsfrei, eines von den deutschen Unternehmen, die immer genannt werden, wenn es darum geht, Elektromobilität, elektromobile Produkte. Einige 1000 Kilometer i3 gefahren, weiß, wovon ich rede. Also, was hat BMW vor? Wir gucken ja nach vorn. Vorhin haben wir mehr auf verpasste Chancen geredet. Jetzt gucken wir mal, wie wir die Chancen nutzen, die vielleicht kommen. Was hat BMW vor, Herr Dr. Becker, um, dass wir die Ziele, die wir vorhin gehört haben, eine Menge PKWs, die bauen ja nur PKWs, auch tatsächlich auf die Straße zu kriegen? Ja, vielen Dank. Ich denke, das, was wir hier auf der Messe zeigen, wo wir ja auch einen Ausblick geben, ist Ausdruck davon, dass wir versuchen, eine immer breitere Palette, immer mehr Wahlmöglichkeiten für den Kunden mit der Möglichkeit elektrischen Fahrens anzubieten. Das hat zwei Dimensionen. Das eine ist das Angebot an Fahrzeugen, die wirklich rein elektrisch fahren oder sogar durch den elektrischen Antrieb definiert sind, weiter auszubauen. Wir haben jetzt den i3 jetzt mit der dritten Generation an Batterien mit immer weiter erhöhter Reichweite. Wir werden einen elektrischen X3, einen elektrischen Mini und noch zwei weitere Fahrzeuge in den nächsten 3 Jahren auf den Markt bringen. Wir sehen aber auch und gerade hier in Europa und gerade auch in Frankreich, dass der Sprung vom rein konventionellen Antrieb in das reine E-Fahrzeug für viele unserer Kunden doch so groß ist, dass sie momentan den Plug-in-Hybrid, und das wird auch noch jahrelang so bleiben, als eine attraktive Kompromisslösung sehen. Und deswegen bieten wir für mittlerweile alle Fahrzeugklassen Fahrzeuge an, die heute 40 Kilometer Reichweite haben elektrisch, demnächst aber auch 80 und mehr. Also das, was wir hier machen, ist der Versuch, möglichst attraktive Angebote mit elektrischen Antrieben neben Diesel und Benzinern anzubieten und damit eben für alle Kunden, die das wollen, das richtige Angebot zu haben. Wenn ich eine Nachfrage stellen darf, macht Sie es stutzig, dass viele Anbieter auf Hybrid verzichten? Sie gar keine Hybridmodelle, ich glaube, PSA ist zum Beispiel auch ein Unternehmen, das nicht so viel Hybrid anbietet. Die französischen Automobilhersteller setzen ja mehr auf vollelektrisch. Sehen Sie da, wie sehen Sie da Ihre eigene Positionierung? Sie bleiben stark auch im Hybridbereich. Also wir wollen das gesamte Spektrum abdecken. Wir sind aber mit dieser Strategie momentan gut unterwegs. Wir haben 100.000 Autos verkauft. Es werden dieses Jahr noch mal deutlich mehr sein. Wir sind, wenn Sie alle Fahrzeuge, die einen Stecker haben und die elektrisch fahren können, also BEVs und PFs zusammen, dann sind wir klar der europäische Marktführer mit 21%. Sie werden, wenn Sie mal die Marktanteile nehmen, in Europa haben wir ungefähr 7-8% vom regulären Markt. Wir haben 19% vom Markt für elektrische Fahrzeuge. Also wir sind mit unserem elektrischen Angebot eigentlich sogar überproportional erfolgreich unterwegs. Aber ganz klar, unterschiedliche Hersteller haben verschiedene Strategien. Was unsere Langfristvision ist, mit einheitlichen Plattformen in unterschiedlichen Segmenten alle Antriebsvarianten anbieten zu können. Weil eins ist auch ganz klar, wir haben eine extreme Fragmentierung der Märkte. China wird sich anders entwickeln als Russland, die EU wird sich anders entwickeln als die USA und in Europa haben wir gigantische Unterschiede zwischen einem Markt wie Bulgarien und Rumänien oder einem Markt wie Norwegen, einem Markt wie Frankreich oder einem Markt wie Polen. Wir müssen in der Lage sein, unter allen Rahmenbedingungen und für alle Kunden ein gutes Angebot zu haben. BMW ist ja jetzt bekannt für große Autos, manche würden auch sagen schnelle Autos. Der Mini bietet sich ja geradezu an als Elektroauto. Warum sehen wir noch keinen? Der kommt nächstes Jahr. Also sicher? Ein vollelektrischer Mini, jawohl. Und er kommt aus Großbritannien und das ist der Brexit. Auch unter den Bedingungen des Brexit, glaube ich, wird er es noch über den anderen Kanal schaffen. Da verlagern Sie die Produktion nach Lothringen. Diese Möglichkeit gibt es.
Wunderbar, vielen Dank. Neben mir sitzt Roland Schüren. Roland Schüren ist Unternehmer, hat einen Bäckereibetrieb in Nordrhein-Westfalen, auch ein schöner Teil von Deutschland, ungefähr 280 Mitarbeiter, 18 Filialen. Er backt biologische Backprodukte. Da liegt es nahe, dass man die Produkte, die man hat, auch umweltverträglich ausfährt. Wir haben bisher nur darüber geredet, was passiert an Ihrem Pkw-Segment, obwohl ja viele Fahrzeuge in den Städten und im Land unterwegs sind, nicht im Personen-, sondern im Gütertransport. Roland Schüren hat jetzt was Besonderes gemacht, wo man sagen muss, das hätten eigentlich Fahrzeughersteller machen müssen und nicht Bäckermeister, oder? Eindeutig, ja, das stimmt. Ja, es stimmt, was Sie sagen. Also man bemerkt, dass es einigermaßen Personen-Elektrofahrzeuge gibt, auch nicht genug, aber die gibt es. Wo es aber gar nichts gibt, vor allem gar nichts von der Industrie, die Serienautos herstellt, ist eben zum Beispiel bis vor kurzem von den 3,5-Tonnern. Auch die, die es jetzt tatsächlich schon gibt, wie ein E-Sprinter, ein E-Crafter oder ein E-Master, die sind nicht wirklich zu beziehen. Die bekommen nur bestimmte Paketlieferdienste zur Verfügung gestellt. Ja, und deswegen habe ich tatsächlich eine Selbsthilfegruppe gegründet, habe ungefähr 250 Unternehmen zusammengesammelt, die gleichen Bedürfnisse an ein Fahrzeug haben. Wir haben ein Fahrzeug konfiguriert, eine Ausschreibung gemacht, 51 Fahrzeughersteller angeschrieben und tatsächlich 13 brauchbare Bewerbungen bekommen. Geworden ist es dann tatsächlich Street Scooter, die wir zusammengebracht haben mit einem Karosseriebauer, Fahrzeugbauer aus dem Nutzfahrzeugbereich. Und wir haben tatsächlich seit Juli, werden die ersten ausgeliefert, haben wir tatsächlich den ersten Serien-Elektro-3,5-Tonner Europas auf die Straßen gebracht. So. Kann das ein Bäckereibetrieb bezahlen? Wir reden ja in Deutschland zurzeit viel darüber, können wir Handwerkern zumuten, ein Elektroauto sich anzuschaffen? Nee, das kann man nicht, weil das kostet ja auch unserer, kostet immer noch doppelt so viel wie ein vergleichbarer Diesel. Die ganzen Umbauten, die es vorher gab, da haben wir auch welche von, die stehen gar nicht zur Debatte. Die kann man sich nur leisten, wenn man die gefördert bekommt innerhalb eines Forschungsprojektes wie bei uns. Die kosten 3 bis 4-mal so viel wie ein Diesel. Aber auch der Handwerker tut sich mit dem Doppelten noch ziemlich schwer. Vor allen Dingen, wenn er nicht Laufleistungen hat wie eine Bäckerei. Das sind ja viele Ausbaugewerke, die weniger Laufleistung haben. Und die haben dann nicht die Möglichkeit, wie wir, die wir nach ungefähr 3 Jahren mit unseren Stromeinkaufs- und Selbstproduktionsbedingungen eben diesen Preisnachteil wieder rausgefahren haben. Nee, das ist immer noch zu teuer. Funktionieren die Fahrzeuge? Laufen ja jetzt schon eine Zeit. Wie ist die praktische Erfahrung? Was sagen die Kunden? Die Kunden finden das klasse. Also die praktische Erfahrung technisch ist die, diese umgebauten Dinger, die stehen total oft in der Werkstatt. Und diese gut 2 Monate oder 2,5 Monate, die wir schon mit dem BV1, Bakery Vehicle One, auf Street-Scooter-Basis fahren, da klappt alles. Also die Serie bringt's. Und die Kunden, ja, die finden das klasse. Also die stehen Schlange bei uns. Und das ist das Schöne. Wenn man jetzt in einem Bereich tätig ist, im B2C-Bereich, wo der Endverbraucher eben der Kunde ist, der erkennt viel schneller, was der Vorteil ist und gutiert das auch und stimmt mit den Füßen ab. Das kommt dazu, es ist nicht umsatzschädlich. Gut, jetzt weiß ich, Sie fahren, wir sind ja Facebook-Freunde, Sie fahren Tesla. Wenn einer was gegen Elon Musk postet oder schreibt, dann antwortet Roland Schüren. So, also, wir haben es vorhin einmal gehört. Ihre Einschätzung, wie wird sich das Unternehmen entwickeln? Sie verfolgen das ja schon relativ eng, fahren selbst, glaube ich, ein Model S oder so. Ja, genau. Ja, ich verfolge das. Ich kommentiere das nicht alles längst nicht, bloß nicht, nein. Ja, also Tesla ist so weit im Markt, das ist meine Meinung, dass es da kein Zurück gibt. Da gehen die Stückzahlen ja gerade richtig durch die Decke. Wenn man die amerikanischen Verkaufszahlen sieht, dann hat Tesla mit Hilfe des Model 3 ja tatsächlich alle 3 deutschen und auch japanischen Hersteller von den Zulassungszahlen in den USA dicke überholt. Wenn das in Deutschland naht, dann muss ich gerade eben denken an den Kurt Siegel von der vorherigen Runde, dann könnte man schon Angst bekommen, ne? Um die deutsche Automobilindustrie. Aber ich glaube, die sind gar nicht so dumm. Und Angst würde ich das auch nicht nennen, aber
Also wenn ich es mir leisten könnte, ja, wenn ich jetzt mal an VW als Auslöser denke, stellvertretend für die ganze Dieselkrise, wenn ich es mir als Bäcker leisten könnte, wir sind ja auch im Endverbrauchergeschäft, so mit den Kunden umzugehen und mit den Wünschen der Kunden umzugehen, ich glaube, die würden sich auf den Absatz umdrehen und nicht wiederkommen. Deswegen großen Respekt vor VW und Co., wie treu die deutschen Kunden denen trotzdem sind. Ich kann es nicht nachvollziehen. So, das ist ein Leid des anderen Freund. Dr. Becker, das habe ich vergessen zu fragen vorhin, weil wir das Thema Angst haben. Muss jemand ein Unternehmen mit so viel Kapital und so viel Ingenieuren, ich weiß ungefähr, Johann Schwenk wird das vielleicht die Zahl dann wissen, auch wie viele Ingenieure in Bayern, in München in der Entwicklung bei BMW arbeiten, muss ein Unternehmen mit so viel Geld, mit so viel Know-how eigentlich Angst vor Tesla haben? Also wenn Sie sich angucken, was wir gerade in München machen, nämlich massiv Personal und Kompetenz aufbauen, und insbesondere auch für das Thema autonomes Fahren, vernetztes Fahren. Ich glaube, Sie werden kaum einen finden, der so massiv in die technologische Zukunft investiert, wie wir das gerade machen. Und wir sind das Thema Elektromobilität mit dem i3, wenn Sie so wollen, strategisch anders angegangen, mit einem kompakten Stadtfahrzeug, mit einem Auto, das wirklich für den urbanen Betrieb optimiert ist. Wir sind in völlig neue Technologien eingestiegen mit dem Thema Carbonkarosserie und ich sage das hier auch mal, wir verbrauchen ganz bestimmt weniger Strom für den Kilometer als die allermeisten anderen. Also ich sage mal, das Rennen ist hier offen. Wir haben ein Portfolio, das breiter ist als das von jedem anderen Automobilhersteller momentan. Und wir glauben, dass wir für die Märkte, in denen das Thema schnell vorangeht, auch die Angebote haben. 3 von 4 BMWs, die letztes Jahr in Norwegen verkauft wurden, waren elektrisch. 15% in Kalifornien. Allerletzter. Wir sind gut unterwegs, würde ich mal sagen. Gut, wir gucken nach Kalifornien, Frankreich, für Sie ein Markt? Absolut, wenn Sie sich Europa anschauen und Deutschland in der Mitte nehmen, dann sind, das kann man wirklich ziemlich genau sagen, die Märkte, in denen es schneller geht, die nördlich und westlich liegen und die, wo es langsamer geht, die südlich und östlich liegen. Also wir haben eine Spannbreite von den gerade genannten 74% ganz im Nordwesten bis hin zu 0,0 irgendwas Prozent in Rumänien oder Bulgarien. Wir haben in Frankreich einen Anteil von E-Fahrzeugen, der ist 6-7%. In Italien sind es mal vielleicht 2. Also Sie haben schon zwischen den großen europäischen Märkten Riesenunterschiede, die nicht an uns liegen, weil das Angebot ist überall dasselbe. Die Unterschiede liegen an dem, was auf der Nachfrageseite, bei den Steuern, bei der Infrastruktur, natürlich auch bei Faktoren wie Siedlungsdichte passiert. Also es ist wirklich nicht ein einheitliches Bild. Und Frankreich ist einer unserer starken Märkte, das möchte ich ja auch sagen. Starker Markt, Stichwort. Wenn man in Deutschland schaut, wo ist Elektromobilität am stärksten entwickelt, dann ist es Bayern. Für die französischen Kolleginnen und Kollegen, das südlichste Bundesland. München ist die Hauptstadt, kennen Sie alle vom Fußball. So, aber was macht Bayern eigentlich, weil es so gut steht, was macht Bayern? Das Johann Schwenk ist verantwortlich bei einer Innovationsgesellschaft, die der bayerische Staat finanziert und verantwortet dort das Programm für Ladeinfrastruktur. Was macht Bayern besser als die anderen, außer mehr Geld ausgeben, was jeder kann, der viel hat? Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben schon einiges gehört, was Bayern kann. Vor allen Dingen sind es natürlich die großen M und die OEMs und die Voraussetzungen, die wir mitbringen. Ja. Also es kommt nicht von ungefähr, dass wir neben den OEMs dann auch eine starke Zuliefererindustrie haben. Das darf man nicht vergessen. Dass die Abkürzung OEM geläufig ist. Automobilhersteller und eine starke Zuliefererindustrie. Dann haben wir starke Metropolen, die das Thema auch unterstützen. Wir haben über München gerade im Vorgang gemeinsam diskutiert. Und es ist auch so, dass bei uns in Bayern die vielen Player in einem starken Netzwerk zusammenarbeiten und auch an einem Strang ziehen. Also der Freistaat Bayern Hand in Hand mit der Industrie setzt viele Dinge gemeinsam um. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg. Und was können wir als Vertreter des Freistaats tun, außer die Automobilindustrie beim Bauen von Autos zu unterstützen? Wir können vor allen Dingen in die Ladeinfrastrukturen und in den entsprechenden Hochlauf investieren, sowohl geistig, indem dass wir uns mit den Playern, die das tun müssen,
Gedanken dazu machen. Das sind Energieversorger, das sind Stadtwerke, das sind kommunale Einrichtungen und Vertreter. Und zum anderen auch die richtigen Fördermaßnahmen und Tools anschieben. Das tun wir seit 2-3 Jahren und ich denke, obwohl Bayern ein Flächenland ist, schaffen wir mittlerweile eine relativ gute Versorgung an Ladeinfrastruktur. Und wenn wir über Elektromobilität sprechen, ist es neben das, dass wir die Fahrzeuge brauchen, natürlich immer verdammt wichtig, dass die Kunden, die dann elektrisch fahren, auch ja, ihr Auto elektrisch mit Strom beladen können. Und da arbeiten wir nachhaltig, ich würde sagen, gemeinsam dran. Ja. Hat ja Bayern keine Grenze zu Frankreich, aber zum drittschönsten Land Europas, nämlich Österreich, ist jetzt so, spielt grenzüberschreitende Kooperation eine Rolle? Weil wir haben es vorhin Saarland, Frankreich gesehen, engagiert sich Bayern in dem Bereich, weil ja viele Menschen nicht nur aus Steuergründen zwischen Österreich und Frankreich pendeln. Ja, absolut. Also natürlich hört die elektrische Welt nicht an der Grenze auf. Sie kennen wahrscheinlich, wenn Sie in dem Umfeld unterwegs sind, verschiedene Einrichtungen oder Initiativen, die sich mit dem Thema Schnellladeinfrastruktur über lange Strecken beschäftigen. Das ist zum einen das Joint Venture Ionity, das die deutschen OEMs gegründet haben, das sich mit einem paneuropäischen schnell- oder ultraschnellen Ladenetzwerk beschäftigen. Und es gibt viele zahlreiche, auch lokale, regionale und überregionale Initiativen, die vor allen Dingen auch die Crossing Borders-Thematiken spielen. Und ich meine, in einer globalen Welt, wo über Roaming-Plattformen und Payment-Systeme, die interoperable, intermodale Verknüpfungen zulassen, diskutiert wird, kann natürlich die Welt weder nach West oder nach Ost oder nach Nord oder nach Süd durch eine Grenze irgendwie ja. Also der Österreicher aus Salzburg, der nicht Tesla fährt, die haben ja keine Sorge mit Ladeinfrastruktur, BMW i3, kann der in Bayern problemlos laden? Klar. Gut. Ist ja vielleicht eine Anregung. Wir kommen jetzt zum schönsten Land Europas, nämlich Frankreich. Ja, also von daher ist es ja so, ist auch eine Frage natürlich, wie es in Frankreich aussieht mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Aber ich glaube, wir gehen ja zuerst zu dem Unternehmen. Ja, genau. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord saluer les représentants français de cette deuxième table ronde. Et je vous propose de vous présenter très, très, très rapidement. Nous aurons tout d'abord un échange avec Alexandre Guignard, qui est vice-président chez PSA pour le Business Unit Low Emission Vehicles. Il y a également un représentant de la société Valeo, Jean-Luc Di Paola Galloni, qui est vice-président développement durable et relations extérieures chez Valeo. Nous aurons, on est en force là, les Français, sur cette deuxième table ronde. Jean-Sébastien Biche, qui nous vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui va nous parler notamment d'un projet zéro émission Valais pour votre région. Nous avons Simon Mancarelli, co-dirigeant, co-fondateur de la société XYT, implantée dans la région parisienne. Voilà. Et nous avons également Bernard Guillaume, qui nous vient de la société Schneider Electric et qui est directeur des ventes véhicules électriques dans cette société. Vous avez un parcours d'ailleurs assez important auprès de Schneider Electric depuis 1981, on va dire. Voilà. C'est vous qui me l'avez donné la date. Voilà, donc je me permets de rebondir un tout petit peu ce qui a été dit par la société BMW et j'aurais voulu commencer par Alexandre Guignard pour le compte de PSA. Comment se positionne PSA par rapport à la concurrence en matière d'électromobilité? C'est la première question. La deuxième question complémentaire, c'est est-ce que vous voyez des stratégies différentes entre la France et l'Allemagne. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Guten Abend. Pour répondre à cette question déjà, notre stratégie, elle s'inscrit dans un contexte. Parce que la stratégie, elle répond à un besoin, elle répond à un contexte, elle répond à un marché.
pour fixer quelques chiffres. Alors, ça, ce sont les prévisions des analystes, les prévisions à 10 ans. Rassurez-vous, elles sont fausses. On sait que toutes les prévisions, de toute façon, se trompent, mais ça donne une tendance, ça donne un trend, comme on dit. Ce qu'on voit, si on considère le marché des véhicules électrifiés, et j'entends par cela les hybrides rechargeables et les électriques. On focalise sur les véhicules vraiment à basse émission. On voit qu'entre maintenant et 2025, et 2025, c'est demain à l'échelle industrielle, on va multiplier par 10 dans le monde le marché des véhicules dits électrifiés. Et ça, c'est à peu près une tendance qu'on retrouve partout, en Amérique du Nord, en Europe, en Chine. Alors, c'est plus ou moins accéléré, mais la tendance est la même. Le deuxième point notable, c'est qu'on voit dans la répartition de la réponse technologique de l'ensemble du parc mondial à ce défi, il s'appuie sur du pur électrique, mais aussi sur l'hybride rechargeable, et de manière assez homogène. Donc, la stratégie du groupe, elle a intégré ça dans sa façon d'appréhender le marché, est notre stratégie qui s'est construite il y a quelques années maintenant, parce que pour être prêt, il faut anticiper. Aujourd'hui, concrètement, on est présent sur le marché de l'électrique comme nos collègues de BMW, et on a entre 5 et 6% du marché européen dans du pur électrique. Et à partir de 2019, avec la stratégie qu'on a développée, elle s'est construite sur deux plateformes. On a fait un choix stratégique, et là, je pense qu'on se rejoint un peu, on a fait un choix stratégique de dire il faut que nos plateformes soient flexibles et modulaires. Et nos deux plateformes sont toutes les deux à la fois en énergie classique, thermique, et en énergie électrifiée, soit de l'hybride rechargeable, soit de l'électrique. Ce qui fait que tous nos véhicules, à partir de 2019, vont sortir avec une version électrifiée. On ne sortira plus un modèle, et là, sur le salon, sans faire de publicité, vous avez des marques DS, notamment, les autres, qui présentent des modèles. Ils ont tous une version électrifiée dans l'offre de motorisation. Ce qui permet au client toute la souplesse. Le client a choisi la voiture qu'il veut, et après, il me prend une motorisation hybride, électrique ou thermique en fonction de ses besoins et de ses préférences. Donc là, la stratégie, c'est d'être adaptable parce que le marché, on ne sait pas comment il va évoluer. Suivant en Chine, en Europe, les tendances peuvent être différentes. Donc, il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il faut être flexible. Donc, on a fait ce choix de la flexibilité technique. Le deuxième point, c'est qu'en 2025, avec cette roadmap-là, notre stratégie est d'avoir 100% de nos véhicules en circulation avec une offre électrifiée. C'est-à-dire que tous les modèles des cinq marques du groupe auront soit une version thermique, soit une version hybride, soit une version électrifiée en fonction de ce que les clients voudront bien acheter. Donc ça, c'est notre rendez-vous en 2025, 100% de la gamme électrifiée. Alors, ça, c'est pour l'offre produit. Il faut aussi raisonner mobilité étendue, parce que ça a été dit précédemment par M. Beretta, notamment, les usages changent, la mobilité évolue, et la façon de se déplacer des gens évolue aussi. Donc on a créé une marque de mobilité qui s'appelle Free to Move, mais peu importe, qui met à disposition dans les grandes métropoles, on l'a à Madrid, on l'a à Wuhan en Chine, on va l'avoir très prochainement à Paris, des flottes de car sharing qui sont électrifiées, ce qui permet aussi à un public qui a des usages différents d'avoir accès à une mobilité électrique dans les grandes métropoles. Je pense qu'en termes de stratégie, il y a un autre élément qui est clé, et on l'a évoqué aussi à plusieurs reprises ici et précédemment dans la séance du début d'après-midi, c'est qu'il y a un enjeu de maîtrise de la technologie industrielle. Donc, celui qu'on a fait, c'est que nos plateformes étant multi-énergie, on maîtrise sur nos lignes de production, dans nos usines, l'ensemble des technologies à la fois hybrides et essence ou diesel, ce qui permet d'avoir sur les mêmes voitures et les mêmes lignes de production, être capable de passer de l'un à l'autre en fonction des demandes du marché. Ça, c'est la flexibilité industrielle. Mais l'autre élément, c'est de maîtriser la technologie, et ces technologies électriques qui arrivent maintenant en force sur le domaine automobile. Donc pour ça, on a créé des alliances, ça c'est un choix stratégique, avec Nidec sur les moteurs électriques, avec Punch sur les transmissions électrifiées, de manière à garder le know-how technologique et la production aussi, d'ailleurs, localisée en France pour pouvoir, dans cette nouvelle ère qui s'ouvre, avoir la maîtrise de nos techniques. Maintenant, ça, c'est des réponses industrielles. Mettre les bons produits, les bonnes technologies et les mettre à disposition à partir de 2019. Mais les industriels tout seuls ne peuvent pas tout faire. Il faut que l'écosystème les accompagne. Oui, ça a été dit aussi. Donc, il y a besoin d'aider à l'acte d'achat des usagers parce que l'électrification
que ce soit l'hybride ou que ce soit l'électrique, c'est plus cher que le thermique. C'est comme dans l'alimentaire, hein, le bio est plus cher que le classique. Là, c'est vrai aussi. Et ça, c'est une réalité d'aujourd'hui. Même si c'est parfois quelque chose qu'on peut contester, c'est une vraie réalité. Des coûts de production, c'est plus cher. Donc, il faut qu'on accompagne l'acte d'achat par des incentives. On en a en France, on en a en Allemagne, sur l'électrique, sur l'hybride. Ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenir pour aider les consommateurs à passer de thermique vers l'électrique. Un autre élément, c'est de faciliter ensuite l'usage. Par exemple, en Norvège, on voit que les voies de bus sont accessibles aux véhicules électriques, les parkings libres dans les grands centres urbains, l'accès aux zones zéro émission, tout cet écosystème qui facilite l'usage du consommateur va aider à la mobilité électrique. Est-ce que, juste pour la deuxième question, oui, et pour pouvoir continuer à passer la parole, est-ce que vous voyez des différences, des grandes différences par rapport aux constructeurs allemands, puisqu'on est dans un espace franco-allemand, là, cet après-midi? Je ne ferai pas une comparaison détaillée avec chacun des constructeurs, chacun a sa stratégie. Dans les grandes lignes, est-ce qu'il y a quelque chose... Je pense que tous les constructeurs sont face au même défi, d'un marché qui évolue très vite, et on ne sait pas comment il va évoluer, donc il faut être adaptable, il faut être flexible, il faut mettre en œuvre les bonnes technologies pour pouvoir être capable de répondre à la demande et d'être réactif, parce que ça va aller très vite. D'accord. Je voudrais passer la parole maintenant à un sous-traitant automobile. Est-ce que c'est le terme exact ou On préfère être appelé plutôt des systémiers. Voilà. C'est pour ça que je vous le laisse dire. Monsieur Jean-Luc Di Paola Galloni, je voulais vous demander votre point de vue, votre vision. Bien sûr, l'évolution vers l'électromobilité affecte globalement le secteur d'activité. Donc, pour vous, pour vos métiers, voyez-vous l'électromobilité plutôt comme une chance ou une menace? Première question. Et on se projette vers l'avenir. Dans quel secteur voyez-vous le plus de chances pour vos métiers ou votre métier à l'avenir par rapport à l'électromobilité toujours, hein? Donc, chance ou menace? Comment vous voyez ça? Alors, je peux vous dire que pour Valeo, c'est une chance à 120%. Et je vais essayer de vous l'expliquer avec peut-être un peu d'histoire. Tout d'abord, avec l'amitié et le respect que j'ai pour nos deux clients ici présents, je tiens aussi à le souligner, ce sont deux clients qui, historiquement, ont beaucoup, je dirais, coopéré, observé ce que faisait un équipementier comme Valeo, justement dans l'hybride et dans l'électrique. On a vraiment une grande intimité sur ce type de propulsion alternative depuis le début, puisque Valeo apparaît dans cette sphère par son micro-hybride. On est l'inventeur du stop-start, qui aujourd'hui est devenu une généralité, mais le micro-hybride, c'était le premier pas dans l'électromobilité. Ensuite, on a développé ce qu'on appelle l'hybride doux, qui apporte une plus grande, je dirais, réduction de CO2. Et puis, évidemment, M. Guignard l'a très bien montré, le vrai du sujet, c'est à la fois l'hybride rechargeable et le pur électrique. C'est ça le marché aujourd'hui actuel, au démarrage et d'avenir dans l'électromobilité. Alors clairement, Valeo s'est positionné, je dirais, y compris par rapport à sa propre concurrence allemande, et pas que, japonaise, sud-coréenne, dans un axe où vraiment l'hybridation et l'électrique étaient notre credo. Et donc, c'est clairement une opportunité. Et je pense qu'aussi, dans le cadre franco-allemand, et si je peux, je vais montrer, c'est là que je vais passer à des slides peut-être un peu plus techniques, si la technique veut bien passer mes slides, où je vais montrer ce que le corps de métier faisait de Valeo, où on a développé tout un tas de composants et de systèmes, je ne vais pas rentrer ici trop dans la technique, mais dans des solutions avec entre le 12 et le 48 volts, et on a cru vraiment dans cette technologie, mais depuis quelques mois, nous avons fait un partenariat avec Siemens autour du moteur électrique. Donc là, c'est une illustration franco-allemande par excellence pour des solutions de voltage élevé au-dessus du 60 volts. Et ça va permettre d'adresser non seulement
des véhicules de plus haute gamme et d'étendre exactement, ça correspond, et j'aimerais reprendre le très bon exemple de démonstration pédagogique que faisait M. Guignard, c'est-à-dire qu'à la modularité dont il a parlé, un équipementier comme Valeo également va s'adapter à tout type de clients, tout type de véhicules électriques. Et pour vous répondre, est-ce une crainte ou une opportunité, c'est que vous voyez que les entrées en commande depuis que cette joint venture a été faite sont massives. Pour rappel, Valeo frôle, mais ne les a toujours pas atteints, quasiment 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on a rien que sur la propulsion électrique, déjà plus de 10 milliards d'entrées en commande dans le futur. Alors évidemment, on aimerait que l'Europe, et notamment la France et l'Allemagne, avancent sur ce sujet. Évidemment, le premier marché électrique va être l'Asie et en premier lieu la Chine. Merci beaucoup. On reviendra, je pense, sur les thèmes que vous avez évoqués pour démarrer dans la deuxième partie de cette table ronde. Je continue mon tour de France avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je voudrais que... Donc, c'est une région assez phare dans le domaine du développement de l'électromobilité. On a entendu qu'en Allemagne, on avait la Bavière. On peut dire qu'en France, il y a pas mal de choses qui se passent dans votre région. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les raisons de cet engagement ? Comment c'est perçu par la population aussi, c'est intéressant à savoir. Et vous pouvez bien sûr aussi, de façon concise, nous présenter le projet pour lequel vous êtes chef de projet, donc la Zero Emission Valley. Tout à fait, merci. Bonjour à tous. Donc déjà, juste pour préciser un peu, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 8 millions d'habitants. Est considérée comme étant la première région industrielle, donc ce qui implique un certain nombre de contraintes, de alors, pollution. Il y a plusieurs régions de France qui la revendiquent. J'étais récemment en Bourgogne-Franche-Comté et la Bourgogne-Franche-Comté a revendiqué, mais elle le revendique en disant le nombre d'emplois industriels dans la région. Donc vous, c'est calculé comment ? Par rapport au site de production industrielle. Alors, ce qui implique un certain nombre de problématiques qu'on imagine bien autour de la pollution, la qualité de l'air, les contraintes de développement durable, transition énergétique, qui fait que si bien qu'aujourd'hui on a on a une dizaine de zones qui ont été identifiées en étant en forte contrainte climatique, qualité d'air, pardon, et qui nécessitent aujourd'hui d'impliquer encore plus fortement la stratégie de la région pour accompagner tout ce qui est mobilité propre. Alors, on n'est pas focalisé uniquement sur la mobilité électrique, mais tout ce qui est mobilité propre au sens large. Donc, évidemment, on entend par là électrique, hybridation, gaz naturel et aussi hydrogène. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit focus sur l'hydrogène parce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire cet après-midi, on sent qu'il y a un besoin de complémentarité et d'accompagnement et d'échange et de REX entre le monde 100% électrique et le monde complémentaire avec la mobilité hydrogène. Pourquoi on s'est focalisé sur la mobilité hydrogène ? Alors quand on dit ça, c'est pas simplement on va travailler uniquement sur le véhicule hydrogène, mais on a un souhait et une volonté de développer et d'amorcer une vraie filière complète qui intègre toutes les briques de la chaîne de valeur, on l'a évoqué plusieurs fois. Il y a bien de la production jusqu'à la formation de l'exploitation et de service après-vente et entretien des véhicules. Et l'autre choix, pourquoi on s'est focalisé là-dessus, sur l'hydrogène, c'est également parce que, à dire d'experts, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, la région compte parmi son territoire 80% des acteurs nationaux du domaine de l'hydrogène. Donc ce qui est un véritable atout, mais un véritable challenge aussi, parce qu'on a toutes les compétences sur les territoires qui nous permettent d'améliorer et de développer cette filière. Mais on n'a pas le droit à l'erreur. Si on a tout le monde sur le terrain, aussi bien de la R&D, du fabricant, de réservoir, de refroidisseur, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc ce challenge-là, on s'est mis en partenariat avec des industriels et des fabricants, donc Engie, Michelin et Symbio Fuel Cell, pour ne pas les nommer, pour répondre à un appel à projet européen qui permettait de vendre à l'Europe un projet de développement de filière économique et rentable. On n'est plus dans le monde de la démonstration,
On est là pour dire on est capable de faire des choses et on va déployer une vraie stratégie pour que la filière soit pérenne et rentable. Et pourquoi on s'est focalisé là-dessus aussi, c'est que tout à l'heure, on a mis en avant que 80% des utilisateurs de véhicules roulaient en moyenne une trentaine de kilomètres par jour. On oublie beaucoup d'acteurs, beaucoup d'usagers, on a parlé d'usagers plusieurs fois, mais on oublie aussi les professionnels, les petits professionnels qui sont au cœur centre-ville de métropole et qui font 200, 300, 400 kilomètres par jour et qui ont besoin de rentrer dans des zones de tension en termes de qualité d'air. Et ces acteurs-là ont besoin d'une autonomie donc importante, je viens de le dire, mais aussi une capacité à se recharger rapidement. Et c'est ce que propose la complémentarité hydrogène électrique, d'être capable de se recharger rapidement et de donner ce besoin professionnel à ces acteurs-là. Et donc on s'est focalisé dans un premier temps pour développer cette filière sur ce type d'activité. Juste encore une... Oui, plus bref. Non, c'est très bien, c'est très bien. Mais j'avais une question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, mais peut-être que ça allait venir. Comment s'est perçu les efforts qui sont faits par la région, par la population? C'est vrai que c'est une région du fait de votre géographie. Je crois savoir que Grenoble est une des villes les plus polluées de France, Lyon, pareil. Comment c'est perçu? Parce que finalement, vous le faites au bénéfice de la population. On sait qu'il y a quand même des problèmes de santé au niveau des pollutions urbaines, notamment. Donc, comment c'est perçu par... Est-ce que la population, elle vous suit, elle vous encourage, elle s'est perçue positivement? Est-ce qu'on voit... Voilà. Alors, c'est plus que ça. Elle nous pousse. Pourquoi? Et on l'a évoqué aussi cet après-midi, c'est que c'est pas la force politique seule qui va réussir à développer cette filière. On a besoin de travailler ensemble avec les industriels, le monde académique, mais aussi les futurs usagers et administrés du territoire. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait pour développer ce projet, on s'appuie sur des dynamiques de territoire. On est allé en premier lieu sur des territoires qui levaient la main plus haut que les autres, qui disaient, moi j'ai une vraie volonté de développer un mix énergétique sur les propositions de mobilité propre, et l'hydrogène, j'en veux aussi. Donc c'est une attente. On a été sollicité de nombreuses fois quand on a été candidat à l'appel à projet européen pour nous soutenir, et ce qui montrait une attente forte vraiment de tous les usagers, que ce soit aussi bien professionnels que les pôles de compétitivité ou les industriels sur le territoire. Donc oui, on est en appui et on est poussé même par rapport aux utilisateurs finaux et aux administrés du territoire. On aura peut-être l'occasion de revenir sur votre région et votre expérience. Je passe la parole maintenant à Simon Mancarelli, donc le co-dirigeant de la société XYT, qui a été créée il y a quelques années seulement, mais qui est très dynamique et qui avance. La particularité, mais il va peut-être le dire en deux mots, c'est que vous construisez sur mesure des véhicules avec... notamment dans le domaine des véhicules utilitaires. Et on a entendu tout à l'heure qu'il y avait notamment M. Schuren a parlé du défaut de véhicules utilitaires en Allemagne, hein, donc il s'est aidé tout seul. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, si vous pouviez nous dire deux mots sur votre société, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et la deuxième question complémentaire, est-ce que ça ne serait pas le moment de vendre plein de véhicules XYT en Allemagne, par exemple? Oui, bonjour, donc Simon Mancarelli. Donc moi, j'ai co-créé XYT en mars 2016. Nous sommes une société qui fabrique des véhicules électriques modulaires, qui a pris la suite d'un projet de développement qui a démarré il y a 10 ans, parce qu'on ne conçoit pas un véhicule, du moins une plateforme véhicule, du jour au lendemain. On n'a pas la prétention de dire qu'on va être un grand constructeur automobile, enfin ou d'être ne serait-ce que concurrent des grands de ce monde, parce qu'on a une approche qui est assez différente du véhicule. On regarde plutôt le véhicule en tant qu'outil plutôt qu'en tant qu'objet de mobilité, on va dire. Et donc on regarde à quoi sert cet outil, et donc on part du besoin, et on a observé, justement, on avait suivi l'initiative qui avait été lancée par monsieur au sujet des besoins des boulangers, parce que c'est une approche qu'on intègre nous dans notre modèle d'innovation. Donc on part du besoin et on essaye de créer le meilleur outil possible pour répondre à son besoin.
Et donc aujourd'hui, on se focalise exclusivement pour notre amorçage sur le marché de la logistique urbaine et plus particulièrement de la livraison de colis. Parce qu'on a observé aussi, comme tout le monde ici, que l'e-commerce est en forte croissance. Si on regarde les projections de marché d'ici 2025, ce sera plus d'un milliard de colis qui seront livrés chaque année en France. Et ces colis-là vont devoir pénétrer aussi dans les zones urbaines denses. Et pour cela, il va falloir avoir des outils qui le permettent. Donc aujourd'hui, c'est de résoudre ce problème-là. On s'attaque à la résolution de ce problème. Et donc, comment on prend le problème? C'est en travaillant avec les livreurs eux-mêmes. Donc vraiment, les gens sur le terrain, on sort là de 6 mois de tests de nos dernières gammes de véhicules que l'on a réalisé main dans la main avec des livreurs. Et on travaille sur leur modèle de rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, un véhicule électrique, c'est plus cher, du moins à l'achat. En revanche, si on travaille sur la durabilité du véhicule, donc nous aussi c'est un de nos credos, c'est de faire en sorte que les véhicules durent le plus longtemps possible, soient évolutifs, modulaires. Alors après, on doit répondre aux mêmes contraintes et mêmes réglementations que l'ensemble de la profession et pour être homologué et avoir le droit de circuler sur la route. Alors nous, on a peut-être un peu plus de flexibilité puisqu'aujourd'hui on est dans une gamme de petites séries. Mais on intègre l'ensemble des contraintes de ce monde-là et on fait en sorte de travailler sur le modèle de rentabilité. Aujourd'hui, le produit qu'on met sur le marché, c'est un produit qui leur permet de maintenir, voire d'augmenter leur rentabilité tout en continuant leur activité et en devenant zéro émission. Donc c'est ça aujourd'hui notre enjeu. Alors ensuite, la deuxième question, c'était est-ce que l'Allemagne est un marché intéressant pour nous ou pas ? Dans notre approche de go-to-marché, on n'a pas une approche pays par pays, on a une approche ville par ville. Donc on a un certain nombre de critères qui nous guident dans nos choix stratégiques de dire on va se développer sur telle ou telle ville. On a choisi de se focaliser en priorité sur Paris, parce que de fait de la proximité géographique également avec nos usines. Mais dans un second temps, on voit que les réglementations qui évoluent extrêmement rapidement en Allemagne nous pousse à nous dire que oui, on pourrait aller en Allemagne ensuite. Peut-être que la deuxième ville, ce sera une ville allemande. Donc je ne vais pas répondre pour l'Allemagne au sens large, mais du moins d'apporter une réponse extrêmement focalisée. Et on travaille déjà avec des personnes sur le terrain en Allemagne pour préparer cette phase-là. Vous savez qu'il y a une liste officielle en Allemagne d'une cinquantaine de villes qui sont extrêmement polluées hein, et qui bénéficient à ce titre de beaucoup plus d'aide et qui sont intéressées effectivement par toutes sortes de solutions pour diminuer la pollution puisque de toute façon, sinon ils ne passeront pas la barrière de la Commission européenne. Hein, donc c'est une liste très précise. Je ne sais pas si la Bavière est dedans, hein, par exemple, avec sa capitale probablement. Hein, et on a le même géographie aussi que un peu dans la région Auvergne, mais voilà. Vous voulez dire quelque chose? Wollen Sie was dazu sagen? Also ja, ganz kurz dann, weil ich muss noch. Also wenn ich dazu kurz was sagen. Ja, natürlich. Als ich angesprochen wurde, es ist in der Tat so, dass wir 50 Städte in Deutschland haben, die damit zu kämpfen haben. Und in Bayern gibt es auch 5 bis 6 Städte. Ja. München ist da natürlich auch mit dabei. Ja. Es ist aber auch so, dass wir da viel tun. Also die Bundesregierung hat da mehrere Programme ans Laufen gebracht, die sich eben genau mit dieser Thematik beschäftigt. Also eins der neuen Programme heißt Sofortprogramm Saubere Luft. Da wird relativ viel Geld in die Hand genommen, um eben den Verkehr in großen Metropolen, sage ich mal, sauberer zu machen. Ich will jetzt nicht in die Diskussion zu viel reingrätschen, aber die Thematik natürlich vor allen Dingen Busse zu elektrifizieren und für einen CO2-neutralen und auch lokal emissionsarmen Verkehr zu sorgen, sind da wichtige Themen für die gesamte Bundesrepublik. Ja, genau. Vielen Dank. Je continue ma tournée française avec Schneider Electric, Monsieur Guillaume. On a entendu la Bavière, beaucoup d'infrastructures, de recharge. Vous êtes actif dans une société qui travaille beaucoup en Allemagne, beaucoup en France et beaucoup à travers le monde. Mais comme on est dans un axe franco-allemand aujourd'hui, comment vous voyez-vous
la contribution de votre société et de votre point de vue, l'harmonisation pour les infrastructures de recharge entre la France et l'Allemagne, voire en Europe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui. Donc, effectivement, nous nous sommes situés exactement... Bonjour à tous, d'ailleurs. Nous sommes situés exactement au milieu entre les fabricants d'un côté et les utilisateurs de l'autre. Donc, malheureusement, dans le monde, l'électricité n'est pas distribuée de la même manière et les utilisateurs n'ont pas les mêmes usages. Donc, nous, notre travail consiste à mettre en place des produits et des systèmes de manière à ce qu'on puisse utiliser l'énergie d'une manière optimisée. Si je caricature un petit peu, produire de l'énergie ou avoir de l'énergie électrique, ce n'est pas un gros problème. Le problème, c'est de passer les pics de demande qui sont à peu près toujours au même moment et toujours dans les mêmes lieux. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de poser une question que beaucoup de citoyens, on va dire, se posent. Si, donc dans les prochaines années, on va avoir, si j'ai bien compris aujourd'hui, dans les prochaines années, on va avoir plus de modèles de voitures électriques. Donc la question que parfois on entend, mais si tout le monde roule en électrique, est-ce qu'on va y arriver d'un point de vue, donc je parle pour la France là pour le moment, mais est-ce qu'on va y arriver avec notre énergie alimentée, tout ce qui est électrique? Je pourrais vous faire une réponse courte en disant non, oui. Non, non. Il y a un mais. Néanmoins, ça ne va pas sans quelques efforts. Et en fait, dans un premier temps, on voit le véhicule électrique comme un élément perturbateur, gros demandeur d'énergie. Mais dans un deuxième temps, quand on regarde de manière un peu plus approfondie, on peut aussi imaginer les voitures comme un lieu de stockage d'énergie. Et si on va encore plus loin, on pourrait imaginer que chacun, quand il n'est pas chez lui, par exemple, pendant la journée, il a un panneau solaire, il a un peu d'éolien, qui charge des batteries, et quand il rentre chez lui le soir, alors en France ou en Allemagne, c'est à peu près voisin, entre 18h et 20h, là où tout le monde allume son chauffage en hiver, met sa télévision, met son four, et bien que l'énergie, il n'allait pas la chercher sur le réseau, mais il a en cherché en partie dans les batteries de stockage qu'il a chez lui et dans sa voiture. Donc dans un deuxième temps, on peut tout à fait voir le véhicule comme un lieu de stockage et un lieu qui permet justement d'éviter les pics. Parce que la problématique du pic, c'est que si on dimensionne tous les systèmes au maximum, ça va coûter énormément cher. Et en fait, l'investissement par rapport au rendement ne sera pas au rendez-vous. Donc il faut trouver un moyen en fait de passer ces pics. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur le véhicule électrique, on va dire en Europe, dans 80% des cas, la recharge se fait soit au domicile, soit au travail. Dans ce cas-là, on n'a pas forcément besoin de charger très rapidement. Et la borne de recharge rapide que mettent à disposition ou que lancent les constructeurs allemands avec les systèmes Ionity, etc., ne sert que de secours ou que sur des longs parcours le long des autoroutes. Mais si vous êtes sur un parking relais, par exemple SNCF, vous déposez votre voiture le matin et vous la reprenez le soir, vous n'avez pas besoin d'énormément d'énergie au même moment. Donc nous, notre rôle chez Nerea Electric, justement, c'est de mettre en place ces systèmes qui vont permettre de générer une utilisation optimisée de l'énergie. C'est-à-dire que chaque kilowatt produit soit bien un kilowatt utilisé. Alors qu'aujourd'hui, je ne suis pas un énorme expert, mais je pense que quand on a besoin d'un kilowatt, on doit probablement en produire un 7, voire 2. Oui, donc tout ça ira bien. En fait, on n'a pas nous, besoin. On est très contents, on est contents comme Valeo d'ailleurs. Oui. Parce qu'on sait que la demande énergétique va doubler d'ici 2030. Oui. Électrique, la demande d'électricité. Et on sait qu'on doit réduire nos émissions de CO2 de moitié. Donc il faut absolument qu'entre les besoins, véhicules ou autres, et la fourniture d'énergie, il faut absolument que là, on a un produit qui sache regarder ce qui se passe et des systèmes qui sachent réguler pour optimiser cette utilisation. Très bien. Donc, pour revenir sur les infrastructures, à quand une meilleure harmonisation, une harmonisation franco-allemande, européenne ? C'est ce que j'avais noté, c'était mon vœu, en fait.
que nos administrations, nos gouvernements, nos régions se mettent d'accord pour avoir un seul standard. Parce que ça, ça permet d'avoir une production industrielle beaucoup plus homogène, beaucoup plus fiable, beaucoup moins chère. Et tout ça, ça apporte à l'utilisateur. C'est pas tout à fait ce qu'on voit en Europe en ce moment. Voilà. Donc il y a deux types de différences. Il y a des différences structurelles. Et on pourrait pas se mettre d'accord entre allemand et français déjà ? Il y a des choses structurelles. C'est-à-dire que, par exemple, sans aller dans les détails, c'est plutôt du triphasé en Allemagne, c'est plutôt du monophasé en France. Si vous allez en Norvège, tout est en neutre isolé. Donc c'est encore un autre souci technique. Bon, mais ça, c'est ce qui existe. Très bien. Après, il y a la réglementation. Et là, vraiment, il faut que je lance un cri. Messieurs les constructeurs, messieurs les gens qui participent aux normes, faites des choses qui nous permettent d'avoir un seul produit en Europe. Et ça sera parfait. On vend à peu près les mêmes produits en Allemagne, mais il y a des petites différences. Et évidemment, c'est des séries différentes, etc., etc. Simon Mancarelli, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois. Oui, sur le volet énergétique et environnemental, il y a le point de... Effectivement, les véhicules électriques ne seront pas forcément tous meilleurs pour l'environnement. Je pense que ça aussi, quand on... Il y a peut-être différents usages et il ne faudrait pas, comme on dit en français, jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des bons usages du véhicule thermique aussi. Ça va être difficile pour la traduction, ça. Voilà. Jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais du coup, c'est de travailler aussi... Enfin, le véhicule électrique, pour être rentable, il faut travailler sur sa durée de vie. Et je pense qu'il y a aussi à repenser aussi tout ce cycle-là et dire d'essayer de prolonger la durée de vie et durée d'utilisation des véhicules, voir comment ils sont produits. C'est un facteur important aussi quand on regarde le problème sous l'angle environnemental aussi et économique. C'est comme ça que XYT construit, je crois. Oui, nous, notre approche, elle est de travailler sur des véhicules modulaires qu'on puisse fabriquer à la main, localement, reconditionner. Voilà, c'est aussi notre approche de l'industrie. Il n'y a pas juste le côté électrique qui tente parfois à occulter un peu tout le reste. Je pense qu'il y a des bons choix à faire aussi pour des bons usages et pas passer du tout au tout. Haben noch 20 Minuten. Wollen ja in erster Linie darüber reden, was kann gemeinsam gemacht werden. Ich gehe davon aus, kein Fahrzeughersteller wird den Fehler machen und Recycling vergessen. Jeder Hersteller weiß, wie wertvoll eine Batterie ist. Und dass sie nicht nur dann wertvoll ist, wenn sie im Auto fährt, sie ist auch wertvoll, wenn sie aus dem Auto wieder ausgebaut wird, ist sie ja nicht tot. Sie wird ein zweites, vielleicht ein drittes Leben woanders haben. Wichtig für uns ist ja die eine Sache, wenn ich jetzt einmal eine Abfrage mache, ob alle einverstanden sind. Ich glaube, Europa benötigt eine gemeinsame Batteriefabrik. Frage 1, BMW, es würde ja sagen oder nein. Und zweite Frage, machen Sie was dafür, dass eine kommt oder warten Sie auf einen anderen? Also wenn Sie fragen, ob es europäische Batteriefabriken gibt, die gibt es natürlich schon und wir betreiben ja eine davon, weil wir die Batterien selber machen. Also das Modul Batterie kommt aus Bayern, aus Dingolfing. Wenn Sie fragen, die Batteriezelle, also ja, nur die kleine Komponente, ja, da muss man ja genau aufpassen. Die kaufen wir ein. Die ersten, die wir eingekauft haben, kamen von einem Joint Venture, das bestand aus einem deutschen und einem koreanischen Unternehmen. Dann war das nach einer Weile nur noch das koreanische Unternehmen, weil das deutsche rausgegangen ist. Wir beziehen heute von koreanischen Anbietern und von einem chinesischen Anbieter, der auch jetzt in Europa produzieren wird, in Deutschland. Und wir sind wie immer beim Thema Einkauf froh über jeden kompetenten Anbieter, der wettbewerbsfähige Produkte bietet. Aber ganz klar, zuerst kommt das Angebot, kommt das Produkt, kommt die technische Leistung. Und ganz klar ist auch, so wie wir natürlich Getriebe bauen könnten, aber Getriebe nicht selber bauen, sondern einkaufen, werden wir auch keine Zellen selber machen. Also für uns ist klar, die Grenze verläuft zwischen der Zelle und allem dem, was dazu führt, wie Energie aus der Zelle auf die Straße kommt. Alles dazwischen machen wir.
Und ich sage mal, wir haben auch die Kompetenz zu beurteilen, was Zellen können und warum. Aber das heißt noch nicht, dass wir die Produktion selber ins eigene Haus holen. Das ist die Strategie, mit der wir unterwegs sind. Und wir arbeiten mit den Partnern, die dies kompetent können. Und natürlich sind uns alle guten, starken Anbieter hier willkommen. Frankreich, gibt es eine Option? Is there an option for a battery factory in France? J'ai pas pu, par la traduction, malheureusement, entendre votre question, mais j'ai compris qu'on parlait de l'écosystème de la batterie, du recyclage. C'est clair qu'on parlait d'écosystème tout à l'heure, il y a un enjeu clé par rapport à la notion d'environnement autour de la batterie. Ça commence très en amont par le raw material, par le sourcing et comment se sourcent nos fournisseurs de batteries sur les matières premières. Donc, il y a des réglementations RSE qui sont mises en place. On a un devoir de vigilance vis-à-vis de ça, y compris d'aller solliciter les audits appropriés pour s'assurer que cet approvisionnement respectera les normes qui sont en place. Ça, c'est en amont. Et puis ensuite, en aval, la question du recyclage est clé aussi. Parce qu'aujourd'hui, la filière du recyclage existe, mais on voit qu'avec l'augmentation du marché, on va passer une dimension industrielle importante. Donc, on doit préparer avec nos partenaires actuels leur capacité à traiter dans un avenir proche des quantités beaucoup plus importantes. Donc ça, on y travaille. Je pense que tous les constructeurs y travaillent, évidemment, parce que c'est clé dans la filière. Et quant à la question de la batterie, ça a été partagé tout à l'heure dans la première session aussi. Aujourd'hui, 40% de la valeur d'une voiture électrifiée sur la batterie vient d'Asie, Corée, Japon ou Chine. On ne peut pas imaginer, avec le développement de cette industrie, que l'Europe ne soit pas présente par ses grands fournisseurs automobiles sur ce domaine-là, si on veut rester compétitif et si on veut pouvoir jouer à armes égales par rapport à l'Asie, c'est clair. Donc on soutient toutes les initiatives qui iront en ce sens-là. Zweite Frage nochmal an die Hersteller. Wasserstofffahrzeuge wird BMW, wird PSA Fuel Cell Fahrzeuge auf den Markt bringen. Letztlich entscheidet ja der Markt. Also, wir arbeiten momentan zusammen mit Toyota an dem Thema Wasserstoff. Und zwar sowohl an dem Thema Brennstoffzelle auf der einen Seite, auf der anderen Seite an dem Thema Speicherung. Aber man muss hier eins klar sagen, es gibt zwischen Wasserstoff und Elektromobilität mit Batterien natürlich einen fundamentalen Unterschied. Der Antrieb ist der gleiche. Es ist ein Elektromotor, der die Energie am Ende auf die Straße bringt. Aber die Infrastruktur ist eben himmelweit auseinander. Einen Stecker finden Sie fast überall. Und ein Elektroauto irgendwie anzutreiben, auch wenn es unbequem ist, ist nicht der Showstopper. Das Thema Wasserstoff ist ein Showstopper. Das heißt, Wasserstoff wird dann kommen, wenn der politische Rahmen dieses breitflächig entscheidet. Und ganz klar auf der Angebotsseite, die Technologie beim Fahrzeug, die ist vorhanden. Aber am Ende ist das hier eine politische Wahl, in welche Richtung man gehen will. Wasserstoff hat klare Vorteile auf der Langstrecke, was das Thema Energiedichte angeht. Aber es hat eben auch massive Anforderungen für eine neue und für eine natürlich nicht ganz billige Infrastruktur. Und diese Rahmenbedingungen schaffen nicht wir. Das sind Entscheidungen Dritter. Einmal noch ein Satz von Herrn Schüren. Ich freue mich sehr, dass ich das von Ihnen höre. Das ist ganz meine Meinung. Das ist ja nicht, oder zumindest in letzter Zeit vielleicht erst so ein bisschen verbreitet in der Automobilindustrie, vielleicht auch noch gar nicht. Wasserstoff hat ja ein riesen Effizienzproblem. Und wenn man so klar sagt, das bringt nur was, wenn der Staat die Regeln einstiehlt, warum sollte der Staat das denn dann machen? Das frage ich mich jetzt als Anwender, weil da kommt nur was tierisch Teures auf den Anwender zu, wenn schon die Automobilindustrie sagt, nö, geht nur, wenn der Staat was zahlt. Also dann kann man es doch einmal sein lassen, oder? Okay, in Deutschland sehe ich wenig Hersteller, die sich in dem Bereich engagieren, in Frankreich. Ja. Sur le véhicule hydrogène. Oui. Vous avez entendu la question? J'ai pas entendu. Comment vous voyez Non, mais je n'ai pas forcément tout
malheureusement tout pu entendre, mais j'ai bien compris qu'on parlait des enjeux d'hydrogène. Trois commentaires là-dessus. Premièrement, l'hydrogène n'est pas en rivalité avec l'électricité. L'hydrogène est complémentaire à l'électricité. Il apporte d'autres aspects, d'autres réponses. On l'a vu tout à l'heure. Donc c'est complémentaire, c'est pas antagoniste. Deuxièmement, beaucoup de constructeurs y travaillent. Enfin, BMW l'a cité. Nous-mêmes, on a un centre d'expertise à Rüsselsheim avec nos équipes Opel sur la technologie hydrogène. Donc c'est une énergie qu'il faut avoir dans les possibles pour un avenir plus ou moins proche. Et troisièmement, effectivement, il y a un point clé qui sera, si l'hydrogène est amené à se développer, il y a la question de l'infrastructure qui est très spécifique en termes de distribution, en termes de production. Et là, c'est un enjeu majeur dont il faut se saisir si on veut qu'un jour l'hydrogène puisse prendre sa place dans le marché des énergies renouvelables, clairement. Monsieur Biche, vous voulez dire un mot ? Oui, effectivement, c'est moi qui dois prendre le relais là. Si je fais un zoom sur le projet dont je vous ai évoqué tout à l'heure, la situation. Le projet s'appelle Zero Emission Valley. Il a pour but donc, de développer une filière sur la région. Mais j'employais deux termes, deux adjectifs tout à l'heure. Il faut que la filière soit pérenne et rentable. Donc on aborde exactement cette problématique d'infrastructure et de CAPEX à investir. La particularité vraiment singulière de ce projet, c'est que on ne fait pas soit les véhicules, soit les stations de distribution de production. On fait tout en même temps. On fait tout en même temps. Donc c'est important déjà d'avoir une vision complète. On n'attend pas d'avoir l'œuf ou la poule, c'est les deux en même temps. Pareil pour la traduction, c'est peut-être un peu difficile. Et donc la vraie particularité, c'est qu'on s'est associé donc, avec Engie et Michelin. On crée une entreprise commerciale, donc une SAS, donc avec un objectif, un business plan, avec un TRI à montrer à des investisseurs, dans laquelle la région investit jusqu'à 33% dans cette entreprise. Et avec une vision un peu très industrielle que la région n'a pas jusqu'à maintenant, très entrepreneuriale sur un marché qui n'existe pas aujourd'hui. Donc on a fait des paris sur des CAPEX. Donc on va aller challenger les fabricants en leur donnant de la visibilité à moyen terme pour faire de la massification et pour réduire les CAPEX. On va optimiser la variabilité des OPEX, pareil. On va travailler sur les différents prix pour qu'au bout du bout, on atteigne le business plan qu'on s'est fixé et un objectif de rentabilité sur les 15 ans. Donc pour ça, on a un projet qui est autour des 50 millions d'euros. Donc on va faire un appel de fonds à travers différents investisseurs. On est en deuxième tour de table. Et l'équilibre se fera privé-public, puisque la Caisse des dépôts nous accompagnera. Et on a une contrainte vis-à-vis de l'Europe. C'est un, cette pérennité, cette rentabilité, et ne pas dépasser 49% de fonds publics dans cette entreprise-là. Donc on est vraiment dans une démarche. On va développer une infrastructure que si et seulement si on aura la consommation derrière. Et pour ça, on a établi avec les territoires qui lèvent la main, qui sont intéressés pour développer cette proposition de distribution de production d'hydrogène, ben, on va leur imposer des lettres d'engagement. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas un certain nombre de lettres d'engagement d'utilisateurs, de futurs acheteurs, eh ben, on n'ira pas développer la station de production de distribution. Et pour inciter, les sujets qui sont venus aussi sur la table, pour inciter le futur utilisateur qui aujourd'hui n'a pas beaucoup d'offres de véhicules. On est sur trois modèles. On a un petit véhicule utilitaire Kangoo, on a une Mirai et une Nexo, donc Toyota et Hyundai. Mais aujourd'hui, l'offre, elle est pas, il n'y a pas pléthore. Donc pour inciter et travailler d'abord sur la dynamique et le développement de l'amorçage de cette filière, on va accompagner les petits professionnels qui ont faire le choix d'acheter un Kangoo hydrogène et de réduire le différence d'achat entre le véhicule diesel et véhicule hydrogène. Si bien que la subvention qui est accordée par la région, couplée à celle de l'Europe et celle de l'aide nationale, qui sera de l'ordre de 18 000 euros pour des véhicules qui rouleront plus de 25 000 km par an, va complètement effacer ce surcoût. Et l'analyse complète qu'on en a fait vis-à-vis des futurs investisseurs permet de montrer que ce fameux CTO entre diesel et hydrogène est à l'équilibre sur un achat volontaire d'un véhicule. Okay, wir sind auf der Mondial, wir sind in der Zielgerade jetzt. Einmal einen Ausblick, weil hier geht es ja wirklich um Autos für den Kunden. Als ich meinen Führerschein gemacht habe, schon einige Jahre her, musste ich mir noch viel mehr Automarken merken als heute. Das
heißt, es gab viel, viel mehr Hersteller. Einige Hersteller, wenn ich sie jetzt sagen würde, würden sie vielleicht gar nicht mehr kennen. Die Elektromobilität, sorgt die dafür, dass wieder ganz neue Hersteller kommen? So kleine wie XYT oder aus China, die wir nicht aussprechen können, wenn wir sie im Original sprechen müssten. Ändert das den Markt? Meine kurze Einschätzung von denen, die sich sehr gut auskennen. Wenn wir in 10 Jahren auf die Mondial gehen, sehen wir da Marken, die wir heute gar nicht kennen? Oder ist die Mondial noch so, wie sie ist? Hier Skoda, Volkswagen, Audi, Renault, PSA. Wird es sich ändern, vielleicht für Sie? Oui. En fait, je vais reprendre aussi un sujet que pose votre question. C'est qu'au-delà du panel de la modularité et des différentes gammes, l'électromobilité, lorsqu'elle va se massifier, va quand même aussi apporter pour des équipementiers qui sont engagés dans l'électromobilité un certain nombre d'opportunités socles. Donc, nous fournissons l'ensemble des constructeurs. Je pense qu'il faut voir aussi ici, on ne l'a peut-être pas assez évoqué, j'insistais beaucoup en présence de nos deux clients ici, français et allemands, qui sont quand même très présents aussi sur des marchés extra-européens, et y compris dans l'électromobilité. De manière, d'ailleurs, pour le côté PSA, capitalistiquement très variable, c'est-à-dire qu'ils sont dans des joint ventures avec des Chinois, ils y sont pas le dire moi-même, mais je ne vais pas faire d'erreur, en marque propre et en partenaire chinois, si je prends l'exemple de la Chine. Et BMW vend également énormément de véhicules électriques en Chine. Donc, je pense aussi qu'il faut ici comprendre que vous êtes en face, en tout cas pour les 4 maisons qui sont ici présentes, BMW, PSA, Valeo et Schneider, avec tout le respect pour tout ce que font les territoires, hein, c'est très important pour notre pays, mais on est des dimensions à double digit de milliards d'euros. Derrière, c'est des stratégies, c'est des coûts. Vous avez tous compris qu'on a tous pris des risques énormes. Et il faut également voir l'axe franco-allemand comme une extraordinaire opportunité aussi dans les marchés qu'on développe, et notamment les marchés asiatiques, puisque c'est aujourd'hui très clair. Et si on réfléchit et on reprend, en fait, c'est une méga Auvergne, si je puis dire, en ce sens que avec une aide très, très, qui part de Pékin, qui arrive dans chaque ville, qui ont des plans d'électromobilité en Chine, c'est comme ça que la Chine est devenue un acteur majeur de l'électromobilité. Mais c'est le cas également, je pense, à d'autres marchés dont on n'a pas du tout parlé ici. Monsieur Guignard montrait la slide de l'Amérique. Certes, c'est le marché, je dirais, le moins développé à l'heure où on parle, mais vous savez très bien que, aussi bien aux États-Unis, au Canada et bientôt dans d'autres pays d'Amérique latine, parce que les maires et les gouverneurs des États, pas forcément des pays, mais à un niveau local, et d'où l'importance des expériences que vous faites ici en région, vont également développer ce marché. Et pour les constructeurs, je pense que la compétition, et les équipementiers eux-mêmes, la compétition est véritablement globale. Et donc l'opportunité, elle est aujourd'hui globale. Mais simplement, j'aimerais quand même ajouter un mot, et si on peut me remettre les slides, sur quelque chose où la coopération franco-allemande a été extraordinaire. Et nos 3 entreprises ici ont été extrêmement présentes là-dessus. C'est qu'on a énormément coopéré dans des programmes de recherche européens, et vous allez voir quand même la dimension en termes de taille, et y compris, je suis très inclusif, y compris avec mes propres compétiteurs allemands qui ne sont pas présents, mais il y aurait très bien pu avoir quelqu'un de Bosch ou de Conti. Je suis à la tête avec un collègue de M. Becker, qui est le directeur de la recherche collaborative globale pour BMW. Je suis à la tête de la plateforme de recherche automobile officielle de la Commission européenne. Et on a livré, qui s'appelle AirTrack, qui veut dire European Road Transport Research Advisory Council, avec pas uniquement justement que des équipementiers et des constructeurs, on a tout un écosystème, on travaille y compris avec les infrastructures, avec des PME, avec les régions, avec les États membres, et on a délivré quand même depuis 2009, ça a été renouvelé en 2 fois 5 ans,
plus de 165 projets de recherche collaborative, c'est-à-dire entre compétiteurs, entre fournisseurs, PME, universités, quasiment 1 milliard d'euros de financement sur ces sujets. Sans cette recherche, on n'aurait pas connu l'avancée qu'on a tous connue en Europe, en France, en Allemagne, sur l'électromobilité. Et je tiens vraiment à dire que là-dessus, les têtes de pont ont été françaises et allemandes. D'accord. Alors justement, on arrive pratiquement à la conclusion de notre conférence débat, de notre deuxième session. Donc, les uns et les autres, vous avez bien illustré là les pistes de coopération franco-allemande. Où sont les autres pistes encore? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Alors bien sûr, il y a une coopération France-Allemagne au niveau des gouvernements, mais à d'autres niveaux, est-ce qu'il y a des pistes particulières dont on pourrait parler en conclusion? Quelles seront les pistes pour l'avenir de la coopération franco-allemande, que ce soit au niveau des associations, des entreprises, des plus petites sociétés? Vous voyez ça où? L'optique étant d'être leader européen, d'être leader en Europe, de se soutenir, voilà. Et par rapport à l'extérieur, l'Asie, l'Amérique du Nord, bref, où voyez-vous les pistes de coopération, quelle que soit votre fonction ou la société ou le niveau, si ce soit associatif ou autre? Monsieur, si vous voulez, für Bayern Innovativ. Das ist vielleicht eine neue Diskussion, die wir jetzt aufmachen, aber ich. Weil wir haben über Marken gesprochen und was wird in 10 oder 15 Jahren sein. Wir haben noch 2 Minuten. Die Mobilität wird sich so radikal verändern, dass Marken wahrscheinlich für die Konsumenten nicht mehr wichtig sind. Wenn wir schauen, wie Jugendliche und die künftigen Generationen von A nach B kommen, geben die einen Startpunkt in Google ein und kriegen dann einen Zielendpunkt dazu und verknüpfen ihre Reise über dieses digitale Medium. Und denen wird wahrscheinlich relativ egal sein, mit welcher Marke diese Reise von A nach B gemacht wird. Von dem her denke ich, dass da wahnsinnig viel passieren wird und die Auswirkungen auf die Marken und wie die gespielt werden müssen, das überlasse ich den Strategen in den Unternehmenszentralen, sich mit der Herausforderung zu beschäftigen. Aber die Frage war auch, können wir mehr zusammen machen, Frankreich und Deutschland, in der Elektromobilität zum Beispiel? Ja. Wenn ich das fast beantworten muss, weil wir sind bei 1 Minute 40. Aber ich würde Roland Schüre nie abwürgen. Er hat 30 Sekunden. So viel brauche ich nicht. Ja, ich finde, wir sollten mal gemeinsam daran denken, dass Elektroautos auch, wenn man sie einmal hat, automatisch zum Klimaschutz deutlich mehr beitragen als Autos mit Verbrennungsmotor, wenn denn erneuerbare Energien mehr und mehr den Weg ins öffentliche Netz finden. Denn wir haben da gerade so einen Sommer hinter uns und man muss so ein bisschen schon denken, was so das 2-Grad-Ziel betrifft, dass wir sitzen hier in Paris, wo das Klimaabkommen geschlossen wurde. Ich finde, das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Und da sind Elektrofahrzeuge eine Lösung. Auch hin, wie der Kollege von Schneider Electric sagte, bis zur Pufferung und Zwischenspeicherung. Ich wollte es nur kurz zum Schluss noch erwähnen. Jetzt waren es 35 Sekunden. Jede gute Tat beginnt auch mit einer guten Diskussion. Wenn man etwas zusammen machen will. Ich habe in der letzten Woche und auch heute noch mal mit den Kollegen vom Verband der deutschen Automobilindustrie gesprochen. Die veranstalten ja in Frankfurt. Es wechselt sich ja einmal in Frankfurt, einmal dann in Paris. Ich finde, man kann sich immer mal in Paris und mal in Frankfurt treffen. Wir sind vermutlich alle auch in Frankfurt dann wieder da. XYT ist bis dahin so gewachsen, dass sie einen großen Stand haben werden auf der IAA. Wunderbar. Und sonst helfen wir ihm dabei. Also ich fände es gut, wenn der Gesprächsfaden nicht abreißt in dieser ungewöhnlichen Runde, aber in diesem doch für die Automobilindustrie sehr wichtigen Ort und für alle, die gerne Auto fahren, sowieso schönen Ort. Vielen Dank fürs Mitmachen und ich hoffe, wir sehen uns bei anderer Gelegenheit in der Elektromobilität wieder. Jedes Mal werden wir mehr Zuschauer und mehr Autos. Das ist schon mal sicher. Vielen Dank.
Merci beaucoup à vous d'être venu témoigner pour cette deuxième table ronde et on se dit à bientôt. Und ich wollte mich bedanken noch bei denen, die übersetzt haben. Wir alle merken, wie abhängig wir von einem Smartphone geworden sind. Vielen Dank an die Simultanübersetzung. Das, was wir gehört haben, war sehr gut. Vielen Dank.